Hallo, grüezi Mobbing und herzlich willkommen zu der Meta-Arena Nummer 34, wie immer mit dabei, der Jens. Hallo Jens. Hi, kurz. Ja, wir kommen wie immer zuerst zum Feedback von der Meta-Arena 33. Jens, hast du etwas mitgebracht? Das mal leider nicht. Es hat dafür anderes Feedback gegeben. Wir gehen gerade darauf ein. Wir haben letzte Woche ja Tele Basel geschaut. Mhm. Und wir haben ihnen die Leser-Reporter streitig machen. Das hat Tele Basel nicht so cool gefunden. Sie danken zwar fürs Feedback, aber die Leserreporter bleiben schön bei ihnen. Dann müssen wir sagen, ja. Okay. Aber nett haben wir geschrieben. Mal schauen, ob der heutige Sender sich dann auch auf das Niveau runterbegibt und mit uns schreiben. Aber coole Sache. Dann haben wir den... Oh, jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Der Balthasar Glättli, der letztes Mal auch in der Arena war, hat geschrieben. Zuerst mal danke, ich habe einen markiert im Tweet rein. Mhm. Da habe ich mit Arena kennengelernt, ein munteres Format. Und dann haben wir ja da letztes Mal, respektive ich, aus dieser Werte Bundesverfassung erzählt. Und eben, dass sich der Glättli so echauffiert hätte. Und das hat sich bei ihm auch so darauf bezogen. Man kann es da auch selber lesen und es stimmt in dem Sinn, was. Also nein, ich glaube, im Artikel 122 hat er sich vertippt, das ist das 112, was er da meint. Mhm. Weil das 122 ist... Woanders? Da geht es um Zivilrecht, die Gesetzgebung auf dem Gebiet des Zivilrechts und des Zivilprozessrechts ist Sache des Bundes für die Organisation der Gerichte und der Rechtsprechung. Hat nicht so viel mit der AFA zu tun. Aber das 112, dort steht das natürlich. 2b, die Renten haben den Existenzbedarf angemessen zu decken. Und da sieht er die Bundesverfassung verletzt, weil das eben nicht der Fall ist. Aus meiner Sicht sehe ich da natürlich zuerst einmal die Diskussion, was ist das Existenzminimum? Ist gerade anhand von Sozialhilfeleistungen wird das definiert, was das Existenzminimum ist. Das Kurs, Warenkorb und so weiter. Und inwiefern wird mit den Ergänzungsleistungen geschafft. Also macht es Sinn, dass man die AHV grundsätzlich für alle erhöht, egal wie viel Geld das haben, das sage ich natürlich nein. Und da sieht er natürlich mal, dass man es leisten muss. So ungefähr. So. Und Herr Glättli, falls Sie da damit gar nicht einverstanden sind, Sie sind ja am nächsten Sonntag im Casinotheater zu Winterthur, Michi tagt. Ich wäre auch mal. Ich lege es mit der Arena-Shirt da. Vielleicht sieht man sich. Jawohl. Dann haben wir unseren Parteiencounter. Der Benjamin Fischer, der auch in der Arena war, letztes Mal, hat mir noch geschrieben, mit einem Augenzwinkern, und zwar unseren Parteiencounter, der sage ich. Ja, das ist absoluter Blödsinn und es ist auch ein Skandal. Und da hat er natürlich völlig recht, weil wir trennen die SP und die Juso. Die anderen Parteien aber nicht. Und er ist jetzt letztes Mal explizit als Vertreter von der jungen SVP, als Präsident der jungen SVP in der Sendung gewesen, weil die SVP ja noch eine zurückhaltendere Meinung hat zum Steuerdeal-Gedöns. Ah. Stimmt, ja, richtig. Und darum hat er wissen, wieso wir es bei der Juso trennen und bei den anderen nicht. Und das hat sich einfach mal so ergeben, weil wir gesagt haben, ja, die Jungfreisinnigen sind eh noch mal noch mit der FDP, die junge SVP am ehesten noch mit der SVP und so weiter. Und die Juso ist immer gegen die SP, darum haben wir das dort getrennt gehabt. Würde ich aber vorschlagen, dass wir die zusammenführen, weil es stimmt natürlich, dass Spitzenreiter in der Arena, wenn man so rechnet, die SP ist. Und das kommt so nicht zur Geltung. Tun wir dann beim aktuellen Parteiaccount den Vergleich schnell anschauen in dieser Folge, jetzt aber zuerst. TVO! Ich habe mir eine super gute Woche ausgesucht, um... Hast du auch ein Piepsen auf dem O? Das ist mit Tinnitus aus. Nein, nicht das. Also, hä? Ja, schauen wir mal, ob wir etwas gehört noch. Und sonst haben wir dann halt Pech gehabt. Zum TVO schauen. Super Woche. Die Ulma ist eröffnet worden. Mhm. Habe ich gesehen auf diversen Posts auf Social Media. Ja, piepsen es regelmäßig so rein, das geht gar nicht. schauen wir mal. ÖV, mal anders. Ah nein, jetzt bin ich ja überhaupt noch nicht Ulma.
Am Montag fangen wir an. Und am Montag ist ja überhaupt noch nicht Ulma. Am Montag haben wir ja natürlich noch den. Ich muss jetzt da natürlich auch Lanze brechen für den Bus. Ich bin auch verantwortlich für den Stadtbus. Und es ist so, dass wir die Buspriorisierungen, die sind ganz wichtig, damit Bus flüssiger können durch die Stadt fahren. Jetzt ist es lang. Ja, es gibt einen Schnitt. Ich bin disconnected. So, wir haben massivere Tonprobleme wie erwartet. Das könnte also durchaus nochmal einen Unterbruch geben. Im Moment funktioniert es. Wir fangen da mit dem TVO 60 News und es geht eben um den ÖV, aber einmal ein bisschen anders. So, das sind noch Probleme, die man in Winterthur oder Basel nicht hat. Mitfahrbänkli, so heisst das neue Mobilitätsangebot vom St. Galler Dorf Berg. Weil verschiedene Quartiere nicht vom öffentlichen Verkehr bedient werden, gibt es jetzt die innovative Idee. Was so viel heisst, wie herensitzen und warten, bis ein Auto kommt und einen mitnimmt. Wie es genau funktioniert und ob es überhaupt funktioniert, Daniel Lückler hat es ausprobiert. Seit heute Morgen steht es hier an der Dorfstrasse. Das Mitfahrbänkli. Es ist eins von zwei, die im St. Gallischen Berg am Strassenrand steht und zwei in dem Teil, wo der Bus nicht durchfährt. Die Idee ist, dass ich mich auf das Bänkli setzen kann, dass ein Automobilist aus dem Dorf oder sogar aus extern mich mitnehmen kann bis oben an die nächste Bushaltestelle und ich dort dann eigentlich vom ganz normalen ÖV-Angebot weiter profitieren kann. Oder vielleicht sogar weiter, beispielsweise auf St. Gallen. Das Projekt funktioniert, braucht soziale Autofahrer, die dann auch wirklich anhalten. Wir haben darum mit dem Gemeinderat den Test gemacht. Und tatsächlich. Da kann man nicht in die Haltestelle rauffahren, oder? In nur 10 Minuten sitzen zwei Autofahrer den Blinker und halten an. Da frage ich mich, ob man als Automobilist die Kamera gesehen. Ja. Weil wenn es eine Kamera dort hat, halte ich eh nochmal an, weil sonst kann es sein, dass irgendein Affe von RTL sagt, wieso haben sie jetzt das 100er-Nötchen nicht im Fundbüro gebracht? Ja, darum, ohne Kamera, das wäre noch spannend. Findet es eine gute Idee und haben gefunden, auch wenn wir jetzt mal, wir müssten ja da hinten heim, aber wenn jetzt mal jemand da sitzt, dann würden wir schnell in die Haltestelle rauffahren und wieder runterfahren. Weil ich da im Facebook gesehen habe. Da habe ich gedacht, die kriege ich sowieso. Das halte ich gerade und nehme den hübschen Herr mit. Dankeschön. Gut, ade. Das Mitfahrbänkli ist eine Idee aus dem Volk als mobile Alternative zum bestehenden ÖV-Angebot. Zwar hätte Berg gerne mehr Bushaltestellen im Dorf, für den Kantonen lohnt sich das aber in der kleinsten St. Galler Gemeinde nicht. Wenn man über eine neue Streckenführung oder so will diskutieren, ist das immer sehr zeitintensiv. Auch finanziell ist es relativ umständlich. Kostenpunkt der beiden Bänkli 500 Franken. Die hast du das gehört? Sollte das zweite bitte mal. Sollte man das mal erwähnen? Zwei Bänkli für 500 Franken. Mhm. Man muss jetzt aber auch noch sagen, wieso. Sind nämlich umgebracht im Friedhof gestanden, bevor sie jetzt zwischen den Quartieren Erlen und Mattenhof und knapp 200 Meter weiter oben bei den Kirchen stehen. Dass es gefährlich werden könnte, weil man bei fremden Leuten ins Auto steigt, glaubt Cyril Meyer nicht. Berg ist eine sehr, sehr kleine Gemeinde. Man kennt sich vom Gesehen her zumindest. Wir haben auch, ich sage jetzt, in der Gebrauchsanleitung für die Benutzer von dem Bänkli geschrieben. Das Mindestalter für die alleinige Benutzung soll bei 16 liegen. Kontrolliert das aber niemand. Für den Gemeinderat ist klar, er wird in Zukunft mehr da beim Bänkli durchfahren und falls jemand drauf sitzt, kurz anhalten. Finde ich schön, finde ich gut. Ja, wobei der letzte Aspekt natürlich schon ist, also man könnte jetzt ja da den Menschenhändlerring von Berg go auftreiben, weil man genau weiss, mit seinem abgefuckten Lieferwagen fährst du beim Mitfahrbänkli vorbei. Du musst nicht einmal mehr Süßigkeiten dabei haben und selbst läuft. Ich glaube, da haben wir jetzt aber auch so schön irgendwie so den Unterschied von Stadt zu. Ja. Ja, schon, aber es ist nicht alle schlecht. Es ist mir gleich suspekt, ironisch. Ich finde es aber gut, haben sie nochmal nachgefragt, wie sie denn das sehen, wenigstens. Mhm. Und das stimmt, ich kenne
Verhältnis vor Ort natürlich nicht. Also wenn ich jetzt an das Kaff denke, wo ich aufgewachsen bin, noch ein bisschen grösser, glaube, aber dort hat man sich auch noch gekannt. Also wenn dort einmal da irgendwie so einen Weiler raus bist und jemand ist gerade vorbeigefahren, gut, ja, dann nimmt er dich mit, easy. Oder wenn du im Nachbardorf gewesen bist, Pizza bestellt vom anderen Dorf, damit er dich gerade nach Hause fahren kann. Ah, so Geschichte. Die Sache. Dienstag, 9. Oktober, da haben wir natürlich KKS. Das ist der Begriff. Jens. Karin Keller-Sutter. Ach so. Das war doch jetzt aber ein Begriff, oder? Ja, jetzt geht's. Sag jetzt TVO, das sind die News. Jetzt ist es definitiv. Die Ständeratspräsidentin Karin Keller-Sutter wird Bundesrätin werden. Das gibt die 54-Jährige heute, zwei Wochen nach dem vorzeitigen Rücktritt von Johann Schneider-Ammann, bekannt. Wie es im zweiten Anlauf soll klappen, das sind Berichte von Sarah Wagner. Und nach reiflicher Überlegung bin ich zum Schluss gelangt, dass ich mich der Partei für die Ersatzwahl von Bundesrat Johann Schneider-Ammann gerne zur Verfügung stelle. Der Bericht ist von der Sarah Wagner. Sarah, falls du das siehst, liebe Grüße, sie hat mal bei Top geschafft vorher. Und jetzt sieht man auch, wenn man nachher ihre Schnittbilder anschaut, dass der Dude von Teletop ist dann auch im Bild. Nette Hommage, kann man ja mal machen. Es sind die Worte, wo jeder darauf gewartet hat. Karin Keller-Sutter will in Bundesrat. Es wäre mir eine große Ehre und Freude, mich für unser Land in dieser verantwortungsvollen Position einzusetzen. Gerne würde ich meinen Beitrag leisten für eine erfolgreiche Wirtschaft, eine freiheitliche Gesellschaft und einen gesunden Staat. Sie sind das Fundament unserer Zukunft. Vor gut 8 Jahren kandidiert Karin Keller-Sutter damals noch als St. Galler Regierungsrätin schon mal für den Bundesrat. Sie ist ihrem Parteikollegen, Johann Schneider-Ammann, aber deutlich unterlegen. Laut dem langjährigen Bundeshaus-Korrespondenten Hans-Peter Trütsch hat sie jetzt die beste Chance, seinen Sitz überzukommen. Die Chancen sind natürlich sehr intakt jetzt, vor allem auch, weil andere Frauen, die ja zur Diskussion gestanden sind in den ersten 2 Wochen, jetzt verzichtet haben, allen voran Frau Petra Gössi, dann aber auch Frau Fiala. Im Moment ist sie in einer sehr, sehr guten Ausgangsposition. Es müsste wahnsinnig viel passieren, dass sie am 5. Dezember nicht gewählt wird. Dazu ist ihre Bekanntheit auf dem politischen Parkett in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Das macht sie zur Grundfavoritin. Sie sitzt im Ständerat nicht nur in der Wirtschaftskommission, sondern präsidiert auch im Stöckli. Einem, wo die Bekanntheit fehlt, ist der Regierungsrat Benedikt Würth. Auch er wird als möglicher Ostschweizer Bundesratskandidat gehandelt. Allerdings für den Frei werden die Sitze von der Doris Leuthardt. Dass sich die beiden wegen ihrer Herkunft konkurrieren, findet er aber nicht. Die Entscheidung von der Karin Keller-Sutter hat jetzt aber keinen direkten Einfluss auf meine Entscheidung. Was den regionalen Anspruch oder die regionale Vertretung anbelangt, sage ich klar. Die Kantonsklausel ist abgeschafft. Wenn es 2 Zürcher oder 2 Berner mag verleiden, dann mag es auch 2 St. Galler verleiden. Also nein! Diesen Aspekt, glaube ich, muss man in der heutigen Zeit in den Hintergrund rücken. Der Benedikt Würth entscheidet nächste Woche, ob er wie Karin Keller-Sutter in den Bundesrat will. Bis Ende Oktober haben die Parteien noch Zeit, ihre Kandidaten für das höchste Schweizer Amt aufzustellen. Ich habe großen Respekt, wirklich großen Respekt vor der allfälligen Übernahme des Amtes einer Bundesrätin. Karin Keller-Sutter, auch ein Thema nach den News. Wir reden mit ihr in 60 Minuten nochmal über die Kandidatur und das, was jetzt auf sie zukommt. Bist du jetzt im Bild, KKS? Ja. Sie kandidiert, ja, schöner Beitrag, kann man nicht viel dazu sagen, aber ich habe gedacht, dass wir das doch auch noch behandelt haben, Bundesrat, Ersatzwahl. Macht Sinn. Dann kommen wir jetzt wirklich zu regionalen News. Und zwar in Diepoldsau gibt es keine neue Halle. Also. Und da können wir dem 7000 Gründe sein, warum das könnte sein. Es hat auch mit Einsprachen zu tun, die ja dann behandelt werden, Gemeinderäte und so weiter.
Aber das ist wirklich sehr eine verstrickte Sache. Der Diepulzauer Gemüsebauer Stefan Britschki hat Angst um die Zukunft von seinem Betrieb. 400 Einsprachen sind gegen den Bau einer neuen Halle eingegangen. Eine Halle, die aber dringend bräuchte, um das Gemüse weiterhin zu verarbeiten. Zusätzlich brisant, 5 von 7 Gemeinderäten sind befangen und könnten, auch wenn sie wollen, nicht über das Bauprojekt entscheiden. Die Einzelheiten von Simon Ricklin. Da soll sie hinkommen, die neue Gemüserüsthalle von Stefan Britschki. Bei der Bevölkerung ist der Plan aber auf keinen fruchtbaren Boden gestossen. Über 400 Einsprachen machen dem Bauprojekt vorerst einen Strich durch die Rechnung. Der Gemüsebauer hat jetzt Angst um die Existenz von seinem Gemüsebaubetrieb. Es geht ein Eingemachte, dann wird man die Leute abbauen, wenn wir unsere Kunden verlieren, weil wir hier nicht den Zeitgeist aufnehmen können, der von ihnen gewünscht wird. Dann wären wir wahrscheinlich mittelfristig nicht mehr der richtige Lieferant für sie. Auf einer Fläche so gross wie 200 Fußballfelder baut Stefan Britschki im Rintal Gemüse an. 200 Fußballfelder. Wie viel ist das im Dortmund? Oder in Saarland? ich kann mir nichts darunter vorstellen. Es ist etwa 200 gross. Mal ein Fußballfeld. Es müsste in einer Halle verarbeitet werden. Im Moment arbeiten seine Mitarbeiter in Provisorien für den Gemüsebauer einen unhaltbaren Zustand. Es hat im Gemeindegebiet keine Alternative mehr, wo man nur halbwegs irgendwo dahinter stehen könnte. Der Stefan Britschki glaubt, dass viele gegen das Projekt sind, weil er als Gemeinderat befangen ist. Die Situation ist verfahren. 3 weitere Gemeinderäte sind mit einem Einsprecher verwandt und müssen ebenfalls in Ausstand treten. Und nochmal ein Gemeinderat sitzt im Verwaltungsrat von Stefan Britschki seiner Firma. 5 von 7 Gemeinderäte sind also befangen und könnten auch nicht über das Bauprojekt befinden, wenn sie wollen würden. Faszinierend. Kann es ja mal geben, gerade bei so Gemeinden, die eben noch jeder kennt, wie wir erwähnt haben. Die entscheidende Frage ist jetzt aber, wie geht es denn jetzt weiter? Der Roland Welter hat so etwas in seinen 10 Jahren als Gemeindepräsident noch nie erlebt. Ja, das ist für mich sicher speziell. Und ich denke auch für die Kolleginnen und Kollegen im Gemeinderat, aber auch für die Bevölkerung, dass schlussendlich ein Gemeinderat, ein gewählter Gemeinderat in einer Gemeinde, der nicht mehr darüber entscheiden kann. Aber so ist das Gesetz und so sind die Vorschriften mit der Ausstandsregelung. Und dem haben wir uns selbstverständlich zu halten. Diepulzau müsste eine andere Gemeinde anfragen, die über das Bauprojekt entscheidet. Bis nächsten Sommer sind die Pläne von der Gemüsehalle zu Diepulzau aber auf Eis gelegt. Der Stefan Britschki will das Projekt aber noch nicht beerdigen. Wir wären hier überzogen gewesen, oder wären es heute noch, dass da der richtige Standort ist, wo man kein Wohngebiet stört und nichts außen ist, niemand, der wohnt. Wir sind genug weit weg vom Landschaftsschutzgebiet. Wäre ideal. Da haben sogar die Umweltverbände, darum haben die Umweltverbände auch keine Einsprachen gemacht. Nicht mal die Umweltverbände bauen das Ding, Freunde. Das ist doch Kabis. Ich weiss, wir wissen jetzt alle, wie es dazu gekommen ist, aber das ist doch Kabis. Ja, das ist absoluter Blödsinn und es ist auch ein Skandal. Wobei, in Diepulzau gibt es anscheinend 400 Leute, die finden, das will es niemand. Gar niemand will es, weil es ein Seich ist. Wir können jetzt schon mal ein bisschen vorgreifen, der heutigen Arena, aber man muss halt schon sagen. Für mich ist es ein Viertelbürger-Argument. Und etwas für die Fasnacht. Ja, können wir nachher auch nein machen, aber egal. Wenn aber die Zeit drängt, macht sich der Stefan Britschki auf die Suche nach einem neuen Standort in einer anderen Gemeinde. So schnell kann es dann gehen, geht man in eine andere Gemeinde. Und was da im Kleinen so ist, ist übrigens auch im Nationalen und Internationalen so. Mhm. Gerade Basel, Pharma. Ist man sehr schnell in Lörrach. Ja, schöne Geschichte, aber sie müssen eine andere Gemeinde anfragen. Das finde ich auch noch spannend, habe ich so noch nie gehört. Ja, und wenn die dann sitzen, dann sagen, nein! Ja, nur mal einer, der im Verwaltungsrat ist, der den Bude hat. Ja, das hat. Oh nein, der hat hoch den Cousin. Jetzt, Donnerstag, 11. Oktober. Wir sind soweit.
Ulma auftakt. Und da haben wir vor allem eins, und zwar schöne Bilder. Und hat Wurst. Da kommt dann noch ein spezieller Beitrag, jetzt da nicht vorgreifen. Oh. Sie schauen die News auf TVWO. Lang ersehnt, endlich ist es soweit. Dolma 2018 ist eröffnet. Als Ehrengast mit dabei der abtretende Bundesrat Johann Schneider-Ammann. Traditionell muss der höhere Besuch aus Bundesbern eine Säule auf den Arm nehmen. Eine Aufgabe, die er nicht zum ersten Mal, aber definitiv zum letzten Mal darf übernehmen. Das hat schon fast wie eine Drohung getönt. Da musst du dann darauf achten, auf den Hintergrund, wenn es der Schneider-Ammann mit dem Säule filmt. Siehst den Top-Mann mit der Kamera. Muss man noch schauen, was Top für Bilder hat, ob der sich mal noch kreiert hat oder wie. Wieso steht er ja nur die ganze Zeit der Rücken. Ja, muss ich mal abklären. Wie sich der Wirtschaftsminister mit dem Säule anstellt, im Beitrag von der Dorothee Andereck. Harmlos, Sigis, meint der Wirtschaftsminister noch. Und dem quiekt das meist beachtete. Ja. Ich kann mich nicht darauf zeigen. Aber unten links, das ist wohl top. Die Säule von der Ulma doch noch richtig los. Es ist ein entspannter Bundesrat, der heute auf St. Gallen reist. Der Rücktritt ist bekannt. Alles, was noch kommt, passiert zum letzten Mal. Darum gibt sich der Johann Schneider-Ammann auch ein bisschen wehmütig. Das ist wie bei allen mit den letzten Tagen. Es ist häufig jetzt die letzte Begegnung mit einem Olma oder mit einem Minister oder mit einem. Ist das der Stefan Klapproth im Hintergrund? Das könnte noch sein. Könnte. Was macht der Stefan Klapproth denn? In einem Land, das berührt einem schon ein bisschen komisch. Aber man genießt es auch entsprechend mehr. Und ich. Ich habe Freude, dass ich heute hier sein darf. In der Eröffnungsansprache nimmt der abtretende Bundesrat dann auch konkret Stellung zu seiner möglichen Nachfolgerin Karin Keller-Sutter, die selber auch im Saal sitzt. Und der Bündner Fleischmerz hockt dann nicht. Aha. Luzern hat bekannterweise das KKL und sie haben die KKs. Karin, meine Ambition ist es. Also für einen richtigen Applaus hat es nicht gelangt, aber immerhin für den Schneider-Ammann. Also. Dir einen geordneten Stall zu übergeben. Und auch wenn der Nachbundesrat sie als seine Nachfolgerin sieht, Karin Keller-Sutter will heute noch eins, die Ulma geniessen. Ja, Dolma ist sozusagen das Nationalfest vom Kanton St. Gallen, wenn man so will. Und das ist halt einfach immer jedes Jahr wieder schön und der Treffpunkt von vielen Leuten, die man einmal nicht sieht, das ganze Jahr durch. Ich freue mich immer, wenn ich dabei bin. Nach der Ansprache ist es dann Zeit, um aufs Gelände von der Ulma zu spazieren und die berühmt-berüchtigte Säule hebete. Das ist so wie wirklich der Startschuss und auf diesen Startschuss langt dann einmal alle, bis der Bundesrat die Säule wirklich in der Hand hat. Und das ist dann so ein bisschen das Bild, das dann auch in der Schweiz rumgeht, in allen Medien, wo dann wirklich der Auftakt der Ulma ist. Und mit diesen Worten vom St. Galler Stadtpräsident ist die 76. Ulma definitiv eröffnet. Weitere Stimmen und Bilder zum Ulma-Eröffnungstag dann später im 60 Minuten. Quick. Ja, Ulma. Bin ich glaube vor 25 Jahren. Also ich meine nicht, dass ich es schlecht finde oder so irgendetwas, aber ja, ist einfach nicht so meins. Mir fehlt auch der Bezug. Völlig. Ja. Aber darum umso besser haben wir das TV, um mich da auf dem Laufenden halten. Du hast Bratwurst erwähnt. Ja. An der Ulma gibt es eine ganz spezielle Ehe. Und wir bleiben gerade bei Dolma, kümmern uns jetzt aber. Das klingt jetzt so, als wäre es gerade anschliessend gewesen. Es ist ein Tag später, es hat einfach vor dem Bericht nochmal einen Ulma-Bericht gegeben, den habe ich jetzt hier weggelassen. Um die unverwechselbare St. Galler Bratwurst. Nicht nur die Wurst selber ist ein fester Bestandteil der Messe,
sondern auch die Bratwurst verteilten. Die Wochenzeitung A, früher bekannt unter dem Titel Anzeiger, hat auch 2018 jede Woche Ostschweizer geehrt, die etwas Besonderes geschafft haben. Hast du das gekannt? Die Bratwurst verteilten? Nein, ich weiss nur, dass halt sehr, sehr viele miteinander umeinander helfen. Ich sage gleich mal, es gibt Bratwurst! Ja, aber also als offizielle Ehrung für spezielle Leistungen, eine Bratwurst, finde ich gut. Die knapp 200 Auszeichneten sind darum heute im Genuss von gratis Bratwurst und Bürli gekommen. Der Dominik Ledergerber hat mit ein paar der glücklichen Gewinner geredet. Das bedeutet mir sehr viel, weil ich in St. Gallen und bin hier aufgewachsen. Mein Vater ist Polizist. Man muss lesen, unten für was. Für die längste Stilischote der Welt. Easy! Wow! Das hat doch mal eine Bratwurst verdient. Ich war da und ich wäre gerne mal geehrt worden. Und jetzt habe ich es endlich mal geschafft. Da freue ich mich unheimlich fest. Ja, ich habe Freude gehabt. Also, ja, mich kann ich noch nicht. Also, die Ehre. Für mich ist es ein Viertelbürger-Argument. Das ist ein Viertelbürger-Argument bei dir, Viertelbürger? Nein, das Viertelbürger-Argument. Nochmal zum Viertelbürger-Argument. Ein Viertelbürger, so, wir sind auch ein Viertelbürger, oder? Well, schön. Dazu sagen, das ist schön, so eine Ehre. Und ja, ich wäre auch sonst so toll, weil das gehört ja dazu, oder? Jetzt bin ich zurück in die Heimat, wieder zurückgekommen. Und jetzt habe ich endlich den Aufstieg geschafft, die Zervala bzw. die Bratwurst liegen. Da habe ich eigentlich schon lange wollen. Ja, 28 Jahre lang müssen darauf hinschaffen. Und jetzt bin ich richtig stolz, dass ich ausgezeichnet worden bin. Ja, der Schmerz ist nicht so gross, dass ich aufgehört habe. Aber ich muss sagen, die Auszeichnung ist natürlich etwas Schönes. Und irgendwo etwas für die ganze Leistung, die wir gemacht haben, irgendwie etwas Schönes und Anerkennung zu bekommen dafür. Da hat es schon einen ironischen Unterton gehabt, bitte. Also ich nehme es jetzt mal an. Aber cool. Ja, dann sind wir schon beim Samstag. Und am Samstag ist der Ulmer Umzug. Auch den geben wir uns natürlich, den ganzen Beitrag. Zara hat am Samstag auf die Straße müssen. Sie schauen das TV mit den News. Musik, Tier und ein Haufen Folklore. Punkt 10 ist der Olmo-Umzug heute Morgen in der Stadt St. Gallen losgegangen. Mit dabei als Ehrengäste sind das Weinfest Fête de Vigneron, das nächstes Jahr zu Vevey ist, und St. Galler Wein. Entsprechend haben auch ein Haufen Süsche dieses Jahr den Wein thematisiert. Wie der traditionelle Festumzug bei der Bevölkerung ankommt, Sarah Wagner hat sich unter Zuschauer gemischt. Der Osten und der Westen der Schweiz zusammen an der Olma. Der Osten und der Westen der Schweiz. Jetzt musst du auf St. Gallen hören, wo der Wein probieren. Immer nur der Ostschweizer. Zeigen, was sie verbindet, und zwar der Wein. Rund 1000 Menschen präsentieren, was sie in Sachen Weinkultur und Brauchtum zu bieten haben. Ganz zur Freude der Zuschauer. Hauptsächlich St. Gallen Weinbauern. Die waren grossartig. Und, die haben einen unheimlichen Aufwand betrieben. Ja, nehmen wir so Ritter, nehmen wir so Menschen, die da so. Und mit Blättern und nochmal noch ganz viel anderes. Ich finde den Umzug super gut. Schön. Richtig anheimelig und einheimelig. Gefällt mir. Durch die St. Galler Innenstadt zieht damals kein Gastkanton, sondern Ehrengäste. Das Fête de Vigneron, ein Weinfest, das zu Vevey im Kanton Waadt nur alle 25 Jahre stattfindet. Zusammen mit St. Galler Wein dreht sich in den rund 40 verschiedenen Sujets alles um den guten Weisse oder rote Tropfen. Und der darf auch probiert werden. Ja, da kommen wir immer ein bisschen Wein über. Ja, sehr gut. Ja, das ist natürlich perfekt, um das die Ostschweizer Wein ein bisschen zu probieren. St. Galler Rital Wein, hallo? 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 Ja, wir sind auf dem trockenen Kocher. Erst am Schluss, die haben noch viel gehabt. Was mir vielleicht weniger gefallen hat. Der da finde ich
finde ich speziell wegen dem Einblender Kurt Fluri ist aus Solothurn angereist. Für die, die es nur hören, nein, es ist nicht der Nationalrat Kurt Fluri. Es ist mit Y geschrieben, Fluri. Aber ich habe natürlich gleich, was der Kurt Fluri ist, Adolma. Schön. Ist das, dass sie zum Teil den Wein selber getrunken haben. Aber mindestens Dreiländer und Bernecker oder so, da bin ich auch in Genuss von feinem Rotwein gekommen. Man hört halt vom Wein immer nur Italien, Frankreich und die Grossen. Und es ist immer eine gute Werbung, mal für die Schweizer Wein einmal zu präsentieren. Und für das haben sie sich auch richtig ins Zeug gelegt. Mit aufwendigen Kostümen und Wegen wird der Wein aus den verschiedenen Regionen gefeiert. Wir können unsere steilen Reblagen können zeigen, die verschiedenen Weine, die wir produzieren oder die wir zum Degustieren können geben können. Und es ist einfach rundum zufrieden. Und nicht zuletzt ist natürlich ganz wichtig, dass wir zwischendurch Wein können degustieren konnten. Und das hat natürlich alle Besucher besonders motiviert, vermutlich, dass sie so zahlreich erschienen sind. Insgesamt besuchen den traditionellen Olma-Umzug fast 30'000 Leute, was auch den Direktor der Olma freut. Ich habe ihn grandios gefunden. Es hat wahnsinnig tolle Bilder gegeben, auch die Kombination. Zuerst das fette Vigneron zu bringen und dann den St. Galler Wein. Das hat wahnsinnig gut zusammengepasst. Das Wetter war gut, das hat super Bilder gegeben. Auch nächstes Jahr bleibt es traditionell. Mit dem Ehrengast der Schweizer Volkskultur halten verschiedene Brauchtümer aus dem ganzen Land an der Olma Einzug. Olma Umzug. Nicht, dass es dann rauskommt wie beim Gummistiefel rühren. Nein, da gehen wir also nicht nächstes Jahr. Das Gummistiefel rühren, da freue ich mich. Ja, das war TVO und eben wie gesagt, halt TVO während der Olma ja ein bisschen dusselig. Müssen wir dann auf jeden Fall nochmal eine Runde machen, wenn wir dann wieder zu gegebenen Zeitpunkt. Genau. Aber sonst gute Beiträge, schöne Beiträge, kann man nicht viel sagen. Und man hat keine WhatsApp-Nummer, wo man einen Leserreporter streitig machen kann. Dann müssen wir mit Telebasen noch. Nein, natürlich nicht. Arena. Ja. Wir fangen an mit dem Vorintro, und zwar weil der Franz Holder sein Gedicht aufsagt. Der Weltuntergang, meine Damen und Herren, wird nach dem, was man heute so weiß, etwa folgendermaßen vor sich gehen. Am Anfang wird auf einer ziemlich kleinen Insel im südlichen Pazifik ein Käfer verschwinden. Ein unangenehmer, und alle werden sagen, Gott sei Dank ist dieser Käfer endlich weg. Dieses widerliche Jucken, das er brachte, und er war immer voller Dreck. Wenig später werden die Bewohner dieser Insel merken, dass am Morgen früh, wenn die Vögel singen, eine Stimme fehlt. Eine hohe, eher schrille wie das Zirpen einer Grille, die Stimme jenes Vogels, dessen Nahrung, es ist klar, der kleine, dreckige Käfer war. Wenig später werden die Fischer dieser Insel bemerken, dass in ihren Netzen eine Sorte fehlt. Und sofort eine lange Kette an, die ich jetzt muss überspringen. Irgendwann kommt sie zu Europa an und irgendwann vernimmt man dann, dass das Eis an den Polen zu schmelzen begann, die Kälte kam zum Erliegen und die Meere stiegen. Bleibt die Frage, stellen Sie sie unumwunden, warum ist denn dieser Käfer verschwunden? Das, meine Damen und Herren, ist leider noch nicht richtig geklärt. Ich glaube aber fast, er hat sich falsch ernährt. Statt Gräser zu fressen, fraß er Gräser mit Öl. Statt Blätter zu fressen, fraß er Blätter mit Ruß. Statt Wasser zu trinken, trank er Wasser mit Schwefel. So treibt man auf die Dauer an sich selber eben Frevel. Bliebe noch die Frage, ich stelle mich schon darauf ein, wann wird das sein? Da kratzen sich die Wissenschaftler meistens in den Haaren. Sie sagen in 10, in 20 Jahren, in 50 vielleicht oder auch erst in 100. Ich selber habe mich anders besonnen. Ich bin sicher, der Weltuntergang, meine Damen und Herren, hat schon begonnen. Mit
Haben sie für das eigentlich den Tisch ins Studio reingekommen, dass er können klopfen? Würde ich davon ausgehen, ja. Wahrscheinlich haben sie dem Ding sogar noch ein kleines Mikrofon befestigt. Also, falls wir mal dürften in der Arena Platz nehmen, wäre ein Eschenbecher also nicht zu viel verlangt. Diese Ballade hat Franz Hohler schon 1973 vor der Erderwärmung gewarnt. Heute Abend macht er es wieder in der Klimaarena. Ja, das war das Vorintro, haben wir natürlich drin lassen, weil es darauf aufbaut nachher. Weil man eben kann sagen, ja, das weiss man seit 1973. Also nicht so detailliert, nicht so konkret, aber es ist eine scheuche Ahnung. Mhm. Heute in der Arena. Christian Immark, Nationalrat SVP. Er sagt, Klimaschutz ist wichtig, aber er darf unseren Wohlstand nicht gefährden. Regula Ritz, Präsidentin Grüne, sagt, die Klimaforschung zeigt, dass wir nicht mehr viel Zeit haben. Wir müssen sofort und radikal handeln. Notfalls mit Gesetzen. Christian Wasserfallen, Nationalrat FDP, sagt, man kann den Leuten nicht immer vorschreiben, was sie zu tun haben. Wir sollten stattdessen Anreize schaffen, um klimafreundliches Verhalten zu fördern. Franz Hohler, Schriftsteller und Kabarettist, sagt, wir sind Verschwender. So wie wir leben, bräuchten wir drei Erden. Das ist einfach falsch. Außerdem im Studio Andreas Fischlin, Vizepräsident im Weltklimarat und emeritierter Professor der ETH Zürich. Die Arena, moderiert von Mario Rosenthal. Schönen guten Abend miteinander, meine Damen und Herren, hier im Studio und natürlich euch daheim. Ja, und das verändert den erwähnten Parteiencounter. Wir haben von der SVP den Immark macht 29, von der FDP den Wasserfallen macht 28 und von den Grünen die Regula Ritz macht 12. Beim Franz Hohler habe ich jetzt nicht weiter nachgeschaut. Aber ja. Wir kommen auf das Anliegen von Benny Fischer und so würde das aussehen, wenn man die Juso einfach rausstreicht und es bei der SP addiert. Spitzenreiter ist die SP mit 30 Vertretern. Und wegen mir können wir das gerne so handhaben. Weil eben bei den anderen machen wir es auch. Also ja. Finde ich eigentlich fair. Und wir lassen extra oben rechts das Loch drin, dass wir uns noch an die Juso erinnern. Aber so sieht es aus. Dann kommen wir gerade zum Opener von Mario. Ja, habe ich es am Anfang erwähnt oder noch bevor wir aufgenommen haben. Ich habe am Anfang relativ viel drin, ja. Erst halbe Stunde und dann ist es aber relativ zügig einfach fertig, weil es mich einfach im Kreis dreht. Danke vielmals. Ja. Der Wettuntergang, meine Damen und Herren, der hat schon begonnen, seit der Franz Hohler in seiner Dichtung, Herr Immark, ist es nicht ein bisschen unter die Haut gegangen, das Gedicht? Das Gedicht hat er ja 1973, glaube ich, geschrieben. Ich glaube, eins ist beständig in unserer Gesellschaft. Es gibt immer wieder Weltuntergangsszenarien. Und, aber trotzdem, denke ich, muss man das Problem ernst nehmen. Und schauen, was für Lösungen dass wir für unsere Gesellschaft finden können. Wir dürfen nicht vergessen, unsere Gesellschaft, die Entwicklung der Menschheit, ist ganz stark verbunden mit dem Ausstoß von CO2. Also der Mensch produziert selber CO2, produziert für den Wohlstand CO2. Und das ist ganz schwierig. Wie kann man das Problem in den Griff bekommen? Beispielsweise technische Entwicklungen sind hier angesprochen. Wir haben schon sehr viel gemacht. Über das reden wir alles in dieser Sendung heute Abend. Sehr komisch ausgeholt für so einen Opener. Ja. Er hat aufs Emotionale abzielt, Mario. Da geht einem unter die Haut und da muss man sagen, ja, das ist natürlich schrecklich und ich bin enttäuscht. Enttäuscht. Erbost. Und besorgt. Aber dann noch
einen Hype reinbringen, irgendwie, aber da kann der Staat nicht ändern. Oder irgendwie so, dass er seine Position reinbringt, aber auf der emotionalen Schiene. Das kann die SVP doch besser. Emotionen. Ja gut, emotional gehen sie meistens bei anderen Themen dann vor. Ja, natürlich. Du meinst beim... Ausländer, meine Damen und Herren, sind nicht nur beliebt in der Schweiz. Zum Beispiel. Jawohl. Er spielt den Ball über das, also am Holer über. Das ist gar nicht so Weltuntergang. Sieht gar noch nicht so Weltuntergang irgendwie. Aber so ganz vor dem Weltuntergang, Herr Holer, stehen wir ja noch nicht, oder? Wer weiß? Wir weiss es nie. Und wenn natürlich... Wenn es ums Klima geht. Wenn es ums Klima geht. Und wo ich das geschrieben habe, oder wenn man so etwas schreibt, so ein Szenario, hofft man natürlich auch, wir können da damit den Weltuntergang ein bisschen aufhalten. Jawohl. Das war ein sehr, sehr kurzes Statement. Bringt es aber auf den Punkt. Bringt es auf den Punkt. Auch seine Rolle. Wieso er schreibt, was er schreibt. Der Wasserfall, der bringt den emotionalen, heimatverbundenen Teil mit rein, den Wanderwasserfall. Er hat es 1973 geschrieben, dass in dir, Herr Wasserfall, noch nicht mal auf der Welt war. Die Problematik, die gibt es schon ewig. Ja, die gibt es schon ewig, aber sollte man da nicht ein bisschen mehr machen? Es ist ja so, dass gerade in der Schweiz die Problematik sicher auch sehr sichtbar wird bei den Gletschern. Das ist mir bewusst. Als kleines Kind bin ich viel wandern, bis heute übrigens. Nichtsdestotrotz darf man feststellen, dass wir in unserem Land natürlich auch schon gehandelt haben in dieser Hinsicht. Also wir sind in einem CO2-Gesetz inne, mitten in der Beratung. Wir haben schon ein bestehendes Gesetz gehabt, wo man eben die Anreize, das war ein bisschen mein Teaser für die Sendung, die Anreize gesetzt hat, wo zum Beispiel die Industrie sehr viel investiert hat. Und nicht zuletzt haben wir dort auch zum Beispiel mit der Wissenschaft ziemlich viel Know-how können aus der Schweiz heraus beitragen. Also es ist ja so, dass gerade in der Schweiz sehr viel Technologie, Fortschritt, aber auch wissenschaftliche Erkenntnisse. Mhm. Er hat die Kurve besser gekriegt, finde ich. Sure. Aber Mario fällt es irgendwie an der Weltuntergangsstimmung. Also es ist schon relativ viel gegangen, Frau Ritz, noch nicht gerade Weltuntergangsstimmung. Nein, das darf gar nicht sein. Wir brauchen eine Zukunft. Wir brauchen eine Zukunft für alle die jungen Leute, die noch lange Jahre die Welt mitgestalten wollen. Aber was mir, ich bin ja mit den Büchern von Franz Holler aufgewachsen. Also ich gehöre zu dieser Generation, die immer bewundert, auch die Sensibilität von euch, Herr Holler, für die Grenzen auch vom menschlichen Handeln und von dem Wissen, dass die Natur sehr gut kann leben ohne die Menschheit. Aber wir Menschen, wir brauchen die Natur, um zu überleben. Und es ist schon so, wir haben immer wieder Probleme auch können lösen, aber heute sind wir in einer Situation, wo sie sich halt einfach auch multiplizieren. Also der Raubbau an der Natur geht an ganz vielen Orten weiter. Wir stellen die ganze Biodiversität in Frage. Den Käfer gibt es heute schon lange nicht mehr, aber noch viele andere auch nicht mehr. Wir haben ein riesiges Problem auch mit dem Klima jetzt, das wir müssen lösen müssen. Also es geht immer weiter und ich glaube, wir müssen handeln, wir können handeln. Und wir können auch nicht länger den Wohlstand ausspielen gegen das Handeln beim Naturschutz. Also, weil den Wohlstand gibt es nur, wenn es die Natur auch noch weitergeht. Das ist unsere Verantwortung. Einerseits richtig, ohne Natur ist ja sonst relativ wenig los. Also auch bei Glencoe oder UBS. Und wird es allgemein recht schnell, recht ruhig. Ja, ohne Natur ist schon nicht so geil. Aber da hat der IMAG natürlich seinen Konterparat, IMAGs Promille. Und ich will jetzt da überhaupt nicht irgendwelchen Alkoholkonsum unterstellen, abgesehen bei uns. Es geht natürlich um ein ganz anderes Promille. 5x12 hier immer. Ja, wir müssen mal Grundsätze anschauen zuerst. Der CO2-Ausstoß weltweit, der ist relativ gross. Und die Schweiz, der Anteil von der Schweiz am weltweiten CO2-Ausstoß ist ein einziges Promille. Also ein Tausendstel vom weltweiten CO2-Ausstoß kommt aus der Schweiz. Und da muss man sich schon überlegen, wie viel Kosten dürfen Massnahmen verursachen und wie müssen wir unsere Bevölkerung einschränken, für das eine Promille noch ein bisschen zu verbessern. Da kommt mir immer ein Weihnachtsbaum in Sinn. Ein Weihnachtsbaum. Wir haben in der Arena von den lässigen Vergleich. In der Regularitz, in einem Weihnachtsbaum, der brennt an der Weihnacht,
Dann läutet ihr der Feuerwehr an, Frau Ritz, und sagt der Feuerwehr, sie sollen eine Tannennadel löschen. Das bringt nichts, oder? Ja, aber und das ist genau das Verhältnis, das wir haben. Das ist genau das Verhältnis, das wir also haben. Das heisst, euer Tannenbaum hat einen Tappa Weihnachten, Frau Ritz. Ja, also nicht alles, was hinkt, ist der Vergleich hinkt. Ja, hinkt gewaltig. Ja. Aber man kann nachvollziehbar, aber man kann ihn ja mal bringen. Und eben am Stammtisch kommt es gut. Am Tisch verzehrst du jetzt nur einen Kaffee. Er hat gesagt, der Baum brennt ab. Wenn wir dann noch Bäume haben, aber das ist eine andere Frage. Aber bei der Frau Ritz zuhause, wenn der Baum brennen würde, ein Problem, das haben wir im Griff. Also ich kann dich beruhigen, ich habe keinen Tannenbaum an Weihnachten. Also das Problem haben wir im Griff. Yay! Yay! Die Grünen haben das Problem im Griff. Das ist einmal ganz etwas Gutes. wir kommen zum Einspieler. Warum es die Sendung überhaupt gibt, ist natürlich aufgrund des Berichts vom Weltklimarat. Viele andere Länder müssen auch handeln. Viele andere Länder tun sich aber schwer mit handeln. Immer noch mit dem Klimaziel. Jetzt der Weltklimarat, der gibt diese Woche noch einen oben drauf. Der sagt nämlich, CO2 kann man bis 2050 auf netto null reduzieren. Schaut mal. Der Weltklimarat zeigt auf. Durch die Industrialisierung ist die Erde bereits um 1 Grad wärmer geworden. Wenn wir diese Erwärmung in Zukunft auf total 1,5 Grad beschränken, bleiben der Menschheit viele Probleme erspart. Wollen wir dieses Ziel erreichen, müssen unsere CO2-Ausstöße 2050 netto auf null sein. Das heißt, wir dürfen maximal so viel CO2 ausstoßen, wie der Luft, zum Beispiel durch Wald, entzogen wird. Wenn wir jetzt gleich damit anfangen und auf erneuerbare Energien setzen, schaffen wir es, die Klimaerwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Das sagt der Weltklimarat. So einfach ist es, Klimarat, das ist möglich. Der IMAG, das ist absolut unmöglich. Wir reden jetzt von 1,5 Grad, früher hat man noch von 2 Grad geredet. Und der Weltklimarat, Herr IMAG, der sagt, doch, das ist möglich. Also das ist absolut unmöglich. Wenn man sieht, ich habe es vorher schon gesagt, wie unsere Gesellschaft auch auf Kosten vom CO2-Ausstoß funktioniert. Unsere Gesellschaft ist so stark verknüpft mit CO2-Ausstoß. Das geht nicht von heute auf morgen. Man kann nicht einfach heute den Knopf drücken und morgen haben wir keinen CO2-Ausstoß mehr. Es muss. Es geht nur über technische Entwicklungen. Schaut, nehmt den Kanton Solothurn. Wir haben im Kanton Solothurn eine Abstimmung gehabt zum kantonalen Energiegesetz. Die Bevölkerung hat mit 70% Nein gesagt, weil es die sehr starke Einschränkungen wo das Gesetz vorgesehen hat, zum Beispiel eine Pflicht zum Solaranlagen aufs Dach tun oder übertriebene Baubewilligungsverfahren, wenn man die Heizung hat ersetzen wollte und letztendlich ein Freipass für die Behörden, um immer strengere Vorschriften zu machen, also zum Demokratiebeschneiden. Er hat einen Punkt. Du kannst nur so viele Massnahmen beschliessen. Gegen das Volk geht es nicht. Gegen das Volk geht es nur mit Verbot. Ja. Oder mit starken Richtlinien. Ja, aber wie? Das ist ja unpopulär. Volksabstimmung? Mhm. Sagen wir nein. das kannst du vergessen. Ja, eben. Also das musst du parlamentarisch lösen und einen parlamentarischen Kompromiss so. Also die links-grüne Seite muss so weit auf die Bürgerlichen zugehen, dass es kein Referendum gibt, weil sonst ist es passiert. Nein, also wenn ich nicht mit meinem SUV kann, kann ich nicht Migros posten. Hölle los! Und zwei Parkplätze brauchen dafür. Ja, das kann man. Also da hat er einen Punkt, gegen das Volk bringst du es nicht durch. Mhm. Das ist so. Nein, das ist dann, wenn, dann ist das nachher wieder etwas, was einfach wieder via einem Gesetz übernommen wird. Vorreiterfunktion von anderen Nationen, wenn das ein Trend wird. Und ja, sie haben Zeitgeist etwas tut, vor allem der Zeitgeist ist der ausschlaggebend. Ja, oder wenn die EU einfach keine Röhrchen mehr zulässt, dann gibt es auch in der Schweiz keine Röhrchen mehr. Wer exportiert Röhrchen in die Schweiz? Oder kostet aber das Schweinegeld?
So, also supranational kann es schon geregelt werden, aber von dem wollen wir ja nicht ausgehen. Also. Ja. Die Frau Ritz zählt nachher noch auf, dass sie anderen Kantonen, Bern zum Beispiel, das Energiegesetz gerade wahrgenommen worden ist. Also wenn man da einen Kompromiss findet, dann kann man auch die Bevölkerung abholen für die Sache. Aber wenn es halt zu fest einschränkt oder irgendjemandem etwas nicht passt, irgendeine Lobby nicht richtig bedient wird, dann ist es kippt. An das Blabla aber weglassen, kommen wir gerade zum Einspruch vom erwähnten Klimarat, aber vom Dude, der dort in diesem Rat hockt. Himself. Also, wir haben einen Einspruch gehabt vom Herr Fischlin, vom Andreas Fischlin, der im Weltklimarat in diesem IPCC sitzt. Ihr seid Klimaforscher und habt etwas zu monieren. Ja, also ich würde daran erinnern, dass ja, die Länder von dieser Welt entschieden haben in Paris, dass man die Erwärmung stoppen will, auf deutlich unter 2 Grad und Anstrengungen unternehmen, sie möglichst auch auf 1,5 Grad zu begrenzen, die Erwärmung. Und was sehr wichtig ist, ist, dass unabhängig, ob man jetzt die Begrenzung auf 1,5 Grad macht oder deutlich unter 2 Grad, das hat bedeutet, oder bedeutet, dass wir müssen früher oder später netto auf Null kommen. Jetzt hat ja vorhin der Herr Imark gesagt, nein, das ist nicht möglich, auf die Null zu kommen. Wieso sagen denn ihr, es ist möglich? Science. Ja, natürlich ist es möglich. Das ist einfach die Frage, bis wann und wie schnell. Da habe ich ein gewisses Verständnis dafür, wenn man da vielleicht Angst hat. Oder? Aber es ist ganz klar, dass wir durch die Ratifizierung mit allen Regierungen zusammen eigentlich entschieden haben, dass wir das begrenzen wollen, weil man sieht, dass die Auswirkungen viel schädlich sind, wenn wir das nicht schaffen, die Begrenzung. Und die Begrenzung bedeutet einfach, und das haben wir eigentlich der Bundesrat entschieden, es hat auch das Parlament ratifiziert, dass wir jetzt das wollen machen. Und das heisst, wir müssen auf Null kommen. So simpel ist es. Nein, es ist eben nicht so simpel. Ich habe schon zweimal gesagt, so simpel ist es. Es klingt nachvollziehbar, alles gut, aber was dann konkret bedeutet, was die Auswirkungen, dass es hat, vielschichtig, ist sehr komplex natürlich. Das ist richtig. Nur muss man es ja in einer Arena noch irgendwie auf den Punkt abbrechen, dass man ein Argument machen kann. Und da blickt dazu, ich bin mal googeln, was der Herr Imark dann so gemacht hat. Und er hat unter anderem eine Ausbildung von der ZHW gekriegt, und zwar in politischer Kommunikation. Und das blickt da, meinte ich, du kannst mir dann gerne widersprechen, wenn du das nicht so siehst, das blickt da ein bisschen durch, nicht unbedingt im Positiven, Herr Imark, aber irgendwie... Wir müssen auf Null kommen, das ist möglich, Herr Imark, sagt ja. Der Herr Fischli. Also, der Herr Hohler hat schon lange etwas sagen. Aber er kommt gerade dazu, wenn wir den Einspruch, nicht hätten gehabt, hätte ich noch vorher schon das Wort gegeben. Er kommt gerade, aber dir zuerst noch eine Replik, Herr Imark. Genau, eben, jetzt weiss ich gar nicht, was er gefragt hat. Nein, eben, es geht... Es ist möglich, auf Null zu reduzieren, netto bis 2050, also, eben, sagt der Herr Fischli. Am Schluss geht es um Massnahmen. Und wir müssen uns die Frage stellen, was kosten die Massnahmen und was bringen die Massnahmen? Und jetzt, ich habe es vorhin gesagt, der Schweizer Anteil am weltweiten CO2-Ausstoß ist 1 Promille. Und wenn man sieht, dass der Fossilanteil von der fossilen Brennstoff von dem 1 Promille auch nur die Hälfte ist, nachher tut die Schweiz am Ende ein 2000stel Nummer beitragen zu diesen CO2-Ausstoß. Und da muss man schon sehen, Frau Ritz und Herr Hohler, man kann der Bevölkerung nicht einfach alles vorschreiben und es wird teurer und teurer und teurer. Frau Ritz hat zum Beispiel vor 1,5 Jahren gesagt, die Energiewende kostet 40 Franken. Das stimmt einfach nicht. Das ist... Das war jetzt purer Linkspopulismus, was sie gesagt hat. Das stimmt einfach nicht. Nein, oder? Wir sind jetzt gerade wieder in einer Debatte in der Kommission am Diskutieren. Dort geht es um 16 Rappen zusätzliche Besteuerung der Treibstoff. 16 Rappen zusätzliche Besteuerung der Treibstoff, das gibt pro Tankfüllung 10 Franken. Da kann jeder selber ausrechnen, wie viel er im Jahr mehr muss zahlen. Das sind einfach einschneidende Massnahmen. Und jetzt kommt der Clou. Was bringt es am Schluss? Nichts. Ja. Nichts. Nichts bringt es. Nein, das darf man nicht machen.
Oder auch. Es ist so ein wie irgendwo ein Trickdieb auf dem Markusplatz, der einem eine schöne Geschichte erzählt und plötzlich hat man kein Portemonnaie mehr. So schnell kann es gehen. Da darfst du jetzt gerne widersprechen. Aber mir hat es gedacht, weißt du, so wie er in den Notizen gesucht hat, sein Argument zusammengebüschelt hat, sein vorgerechnetes Beispiel, das er schon gehabt hat, dass man das so mal gelernt hat. Ja, er macht sich eine Sprache auch. Und will es so bringen, aber es hat ihn doch irgendwie verhaspelt getönt. Hat mich darum nicht wirklich überzeugt. Aber inhaltlich hat er natürlich einen Punkt. Mhm. Dass, so lange kommen wir dann später noch drauf. Solange wir China haben mit dem CO2-Ausstoß, kann man das schon mal so sagen. Aber im Endeffekt bis 2050 mit der Vereinbarung von Paris muss auch das Promille noch weg. Das ist halt schon so. Ja. Netto. Netto. Und jetzt kommen wir zum bereits angeteasten Füdli-Bürger-Argument. Und jetzt kommt der Franz Holler dran. Genau. Bitte schön. Einfach zu Ihrem 1-Promille-Argument, Herr Imark. Das ist ein sehr typisches Argument. Für mich ist es ein Viertelbürger-Argument. Entschuldigung, man sagt, auf mich kommt es sicher nicht an. Kommt es denn auf mich an? Spielt das eine Rolle, wenn ich bei 8 Milliarden Weltbevölkerung, wenn ich meine Heizung ein Grad abstelle? Was wichtig wäre, wenn die Schweiz so etwas möchte, das wäre eben die Signalwirkung. Oder? Denken Sie mal an das Rote Kreuz. Das Rote Kreuz ist eine Erfindung von der Schweiz. Das war Henri Dunant, der ist belächelt worden. Und er hat gesagt, doch, das muss man machen. Heute ist das Rote Kreuz eine weltweite Organisation, weltweit anerkannt, die von einem schweizerischen Spinner ausgedacht worden ist. Das finde ich, das sollte man nicht unterschätzen. Und immer, wenn es um irgendwelche Probleme geht, zum Beispiel, wie sollen Pensionskassen ihr Geld anlegen, nachhaltig, oder was könnte man da machen? Dann höre ich plötzlich, Norwegen macht das schon lange. Norwegen hat schon lange ein Gesetz, dass Pensionskassen ihre Gelder müssen nachhaltig anlegen. Aha, Norwegen, denkt man, super, die sind noch kleiner als die Schweiz. Ja. Und das hat aber eine Signalwirkung. Mir ist das hässliche Gas. Das ist die Problematik an dieser ganzen Haltung, dass das ziemlich egal ist. Aber ja, aber die Signalwirkung ist halt eben schon da. Ich glaube, die überschätzen wir masslos vom Schweizer Standpunkt. Vom Schweizer Standpunkt, ja, das ist das Kopfding, weißt du? Also es ist interessant, wie es hin und her geht. Mhm. Wenn es im Interesse von der SVP ist, dann sind die Schweizer, da muss man in der EU mal auf den Tisch haben. Ja, aber dann sind sie riesig groß. Das Phänomen ist nicht Schweiz beschränkt, das ist auch nicht EU beschränkt. Das ist weit über den Tellerrand aus, von vielen, vielen Leuten. Das ist ein weltweites Phänomen. Ja. Und eben, sobald das über gewisse Grenzen ausgeht, dann ist eine Vorbildfunktion trotzdem wieder etwas anderes. Also, wenn man nur sagen, ein anderes Land macht das. Dann ist es, ja, aber dann sind die ja vorbildlicher als wir. Und aus dem heraus könnte sich Bewegung entwickeln, in die eine oder in die andere Richtung. Das ist so, ja. Man hätte auch können, wenn man das bedingungslose Grundeinkommen angenommen hätte, dann hätte es rundum natürlich auch mal, die spinnen da völlig und vielleicht wären andere nachgezogen. Mhm. Wir haben ja das bedingungslose Grundeinkommen ab 65. Aber das ist dann wieder ein anderes Thema, der Blättli wird. So zählt uns eigentlich. Jetzt geben wir natürlich die Frage über an Herrn Wasserfall: Sind Sie dann ein Viertelbürger? Die sagen, das ist ein Viertelbürger-Argument. Seid ihr ein Viertelbürger? Nein, aber das Viertelbürger-Argument, wie ihr das sagt, ist eben genau etwas, wo wahrscheinlich der schon noch anders sein müsste. Und zwar, wenn man nämlich eben sieht, wie viel Hebelwirkung das man hat als Einzelnen. Oder der ist als Land, als Schweiz, hat man eine sehr kleine Hebelwirkung, wenn man sich nur auf sich selber bezieht und eine Nabelschaumpolitik macht. Oder? Was das grosse Problem ist heutzutage, also das ist der grosse CO2-Anstieg heute, ist die Entwicklungsstaaten wie ein China oder wie ein Indien, die ein enormes Wachstum hatten vom CO2-Ausstoß. Und wenn wir dort, Herr Holler, nicht in die Weltgeschichte rausschauen und eben auch ein bisschen rausschauen, was man dran auch noch machen kann, anstatt nur in der Schweiz. Dann haben wir unsere Aufgabe auch nicht gemacht. Das müssen wir trotzdem. Hat er auch recht.
Aber es fängt sich da schon an zu drehen. Ja, nur weil wir im Ausland schauen und das auch in China muss das runtergehen, wegen dem machen wir jetzt nicht mehr und fahren dann mit dem SUV sinnlos umeinander. Ja, aber das mit China, das ist wieder mit dem Finger auf andere zeigen, weißt du? Genau, ist natürlich viel bequemer. Ja, klar. Was ich jetzt aber auch sagen wegen dem heisst es nicht, dass wir jetzt da die schärfsten Gesetze einführen müssen. Das sehe ich auch überhaupt nicht. Da würde ich auch mit dem Herrn Glättli und der Frau Ritz wieder Differenz haben, natürlich. Bier holen. Gut. Dann kommen wir jetzt zum wichtigen Input von einem Zuschauer. Aber wir müssen ja jetzt doch noch ein bisschen darüber diskutieren, ja, was man da machen kann, ob man vielleicht muss verzichten. Und für das wollte ich zu unseren Zuschauern hintergehen, die sich auch gemeldet haben auf die Sendung her. Herr Galori, ihr seid so einer, der sich gemeldet hat bei der Arena zum Mitdiskutieren. Müssen wir Schweizerinnen und Schweizer mehr verzichten? Uns geht es ja gut. Nein, wir müssen alle verzichten, wahrscheinlich mehr verzichten, in jedem Fall. Aber mir fehlt in der ganzen Klimadiskussion einfach, und da bin ich wahnsinnig enttäuscht, jetzt auch von dem Bericht rausgekommen ist, dass nicht die wahren Übeltäter genannt werden. Wir haben in dieser Sendung auch schon mittelgute Erfahrungen gemacht mit dem Thema Verschwörungstheorie. Aber um das geht es explizit nicht. Man geht immer schlussendlich, und da gebe ich der rechten Seite recht, man geht immer auf den Bürger, auf den Kleinen los, man probiert das Benzin aufzuschrauben bei uns, Ölheizungen verteufeln etc. Ist euch bewusst oder ist einem Schweizer Bürger bewusst, dass wenn ein Kreuzfahrtschiff, das 2017 rausgekommen ist oder ab Stapel gelaufen ist, wenn da von Genf auf St. Gallen fahren würde, wenn es da mehr gibt, he? Dann hat er so viel Ausstoß in einem Tag, dass alle Autos der Schweiz, 4,5 Millionen sind da, von Genf auf St. Gallen kommen. Das konkrete Beispiel kenne ich jetzt nicht, aber es klingt plausibel. Mhm. Da hat er völlig recht. Schweröl. Mhm. Wo die Schiffe rausrennen. Mhm. Das ist jenseits. Das ist wirklich jenseits. Schweröl ist vor allem halt auch recht mühsam, wenn sie irgendwo in der Natur landet. Genau, und dann das hast du da richtig Dreck. Ruß und schieß mich tot. Es gibt jetzt LNG, das erste Kreuzfahrtschiff von der AIDA, das mit LNG-Motoren läuft. Mhm. Und dort hast du fast keinen Ruß mehr und alles grusige Zeug ist dann weg. Du hast noch 80% vom CO2-Ausstoß. Das ist schon mal 20% weniger und der Rest quasi gleich null. Also das wäre schon möglich, aber mit welchem Interesse? Weil Klimaschützer kriegst du auch mit dem 80% CO2-Ausstoß nicht auf ein Kreuzfahrtschiff. Das Klientel kannst du nicht holen. Das Klientel, das du holen kannst, denen kommt es dann nicht darauf an, ob 100 oder 80. Also, ja. Das ist ein grosses Problem, natürlich. Aber es zeigt natürlich auch wieder, jetzt im Kleineren, wie wenn wir jetzt als Schweiz auf China zeigen, und ich als Autofahrer lieber auf das Kreuzfahrtschiff zeige. Ja. Simple as that. Er hat aber nochmal einen wichtigen Input. Also wenn ich euch richtig verstehe, sagt ihr, wir haben im Ausland, auch als Schweizer, ein Problem. Ja. Aber verzichten in dem Sinn müssen wir auch hier im Inland. Wir müssen in jedem Fall, ich würde noch auf etwas zugehen, wir haben ja schon viel erreicht. Auch. Schauen Sie, ich bin ja schon ein älteres Semester, wie der Herr Holler. Ich meine, ich bin mit 12 am Bodensee fischen. Wissen Sie den Ölteppich, den es dort hatte? Heute gehe ich mit dem Enkel im Bodensee baden. Wir können das Wasser trinken. Also wir sind schon weitergekommen. Also es hat sich etwas da. Wir haben da, viel gemacht. Es hat sich etwas. Und auf was ich da vor allem mit ansprechen möchte, ist, dass mir in der ganzen Sendung zu wenig unterschieden worden ist nach, ich mache jetzt die Unterscheidung einfach mal, Umweltschutz und Klimaschutz. Mhm. Weil, was man da direkt vor der Haustür merkt, also ein Diesel vor der Hütte ist voll Scheiße für mich zum Atmen. Der Benzer ist dort durch besser. CO2-technisch, klimaschutzmässig gesehen, ist der Diesel gescheiter, mhm, der Benzer schlecht. Also dass man da mehr unterscheidet, weil das mit den sauberen Gewässern stimmt natürlich. Ganz klar, ja. Hat aber mit dem Klimawandel dann relativ wenig. Natürlich hat alles einen Zusammenhang, aber man hätte es da ein bisschen mehr differenzieren können, weil sobald es einem selber betrifft,
ja, dann sind wir immer dafür, dann müssen wir etwas machen. Und wenn es so weit weg ist und dann halt Holland ein bisschen absauft, dann ist es halt Holland. Oder so. Also da hätte ich mir mehr Differenzierung gewünscht. Bin ich deiner Meinung? Wie langweilig. Da kommen wir zu einem ganz spannenden Beitrag von einem Zuschauer, wo Klimaschutz und Arbeitsethos vereinen. Mhm. Oder probiert zu vereinen. Also ich finde es einfach spannend, wenn es ums Geschäft geht, dann argumentiert der andere schon, wenn er für sich argumentiert. Das ist noch interessant. Da fragen wir doch den Urs Jäger noch. Wie seht ihr es mit dem Verzichten? Wir sind ein Wohlstandsland. Und könnte ja durchaus am einen oder anderen Ort ein bisschen abschneiden. Also unsere Firma ist seit anderthalb Jahren komplett fossile brennstofffrei. Wir haben ein KMU, muss man da dazu sagen. Ein KMU mit 11 Mitarbeitern. Und wir haben auf nichts müssen verzichten. Im Gegenteil, wir machen jetzt ungefähr die Hälfte vom Strom, den wir vorher braucht, selber. Und ich denke, es ist das Bewusstsein. Ich habe das freiwillig gemacht. Wir haben keinen fossilen Brennstoff. Aber ihr habt doch auch verzichtet. Also mit dem Punkt hat er schon mal recht. Sobald dir das bewusst ist, achtest du dich viel mehr drauf. Mhm. Das ist eben das, wenn der Bach vor deiner Hütte scheiße aussieht, dann stört er dich. Ja, wenn alle Fischdrucken schon machen, dann ist das nicht schön. Ja. Und wenn Plastik in den Meer rumschwimmt, dann stört es erst, wenn du die Ferien gehst. So bös gesagt oder halt. Ja, also das ist ja einfach reiner Zynismus. Ja. Excuse. Nur eben jetzt. Ihr habt mir ja gesagt, ihr seid schon ewig nicht im Flugzeug geflogen. 5 Jahre. Ja, ich bin 5 Jahre bewusst nicht mehr geflogen. Das heisst aber nicht, dass ich nicht mehr fliege. Aber ich will, wenn ich fliege, ganz bewusst und vielleicht höchstens geschäftlich. Aber jetzt gerade Kundschaft. Also da schon mal. Mhm. Für sich selber fliegt er nicht mehr. Aber vielleicht geschäftlich. Dann aber bewusst. Kadi hat mir erzählt, sie fliegen über das Wochenende auf Dubai relaxen. Und haben Freude gehabt. Also, es ist meine Kundschaft, die ich nicht können sagen. Aber ich habe mich so geärgert. Ich finde das dermaßen schlimm. Aber das ist das Bewusstsein, oder? Das Bewusstsein, was hier passiert, ist denen nicht drinnen. Und wenn ich das nicht weiss, oder? Das ist das Schlimmste. Das Bewusstsein ist das eine, aber ich glaube, bei vielen ist es auch wirklich einfach. Nein, bei mir ist das hässlich Gas. Ja, bei mir ist das hässlich Gas. Das ist natürlich der Punkt, ja. Jetzt sind wir schon in der Zeit, wo wir die Möglichkeiten haben. Also ich lasse mich wieder sicher nicht verbieten oder von irgendeinem vorschreiben, dass er das nicht machen sollte. Ich habe den Cash, ich habe Freizeit, ich bin ein freier Mensch, ich fliege jetzt auf Dubai, um meinen Arsch zu relaxen. Nur weil du es kannst, musst du es nicht machen und musst je nachdem halt mit Gegenwind rechnen. Aber wenn man von dem ausgeht, ich nehme jetzt, ich sage jetzt mal, das stimmt. Mhm. Dann müsste man ja einfach die Preise so dermaßen anhören, dass man es sich nicht mehr kann. Einfach erlauben. Ja. Dann muss man wieder anschauen. Dann muss man wieder anschauen, die sich das heute schon leisten können. Mhm. Die, weil die sich das heute schon können leisten, die können sich dann auch später leisten. Eben. Weißt? Richtig. Also die betrifft es neinwegs nicht. Mhm. Oder ja, schwierig. Aber bei mir ist es natürlich auch eine Bewusstseinsfrage, bevor man all die Informationen nicht gehabt hat, wie übel am Arsch dass die Scheiße wirklich ist. Bin ich durchaus mal für das Konzert auf Hamburg geflogen. Ist auch günstig gewesen. Und ich würde den Zug nehmen, natürlich, wenn ein Raucherabteil wieder einführen würde. Aber mittlerweile würde ich glaube nicht mehr. Ja, was machen wir? Wir machen natürlich schon einen Roadtrip im Jahr auf Tschechien. Dann sind wir aber mindestens 4 Nächte im Auto rein. Mhm. Ja, ist auch nicht eigentlich. Ja, aber es ist immer noch besser als 4 Nächte im Vierauto. Aber dann genau in dem, Karussell dreht der ganze Abend. Mhm. Genau so, ja, das ist immer noch besser als das. Wo verzichtest du denn? Was ist Bewusstsein? Was hast du gerade? Eben, das ganze Phänomen muss mehr und tiefer im Bewusstsein halt wirklich von allen ankommen. Solange der Gedanke nicht effektiv indoktriniert ist. Hagen Räther hat das noch so schön gesagt, wenn man sich jemand vegan ernährt und dann einmal mit einem SUV rumfährt. Geht ja gar nicht! Wird er voll zusammengestaucht. Ja, aber wieso? Der macht doch sonst alles richtig, dann kann er ja einmal mit dem SUV fahren. Die,
Fleisch essen die ganze Zeit, dürfen umeinander fliegen und SUV fahren. Dort stört es niemand. Aber wenn man vegan ist, dann hast du nicht SUV zu fahren. Ja. Das ist auch wieder das Spannungsverhältnis. Wobei da dann allerdings wieder halt eine laute Minderheit hast, die dann halt mit dem Finger auf dich zeigen tut. Wenn die laute Minderheit deine eigene ist, dann nimmst du es ein bisschen anders wahr. Wenn die laute Minderheit eine ist, die nicht deine eigene ist, dann findest du einfach so. Hä? Dann bist du wieder bei der. Nein, mir ist das herzlich egal. Es ist halt nicht einfach, nicht einfach. Da, nächste Clip, blicken die asoziale Erdbeere wieder mal für mich. Der Herr Riemark hat dort den Punkt, oder? Wenn man natürlich sagt, wir wollen alles regional, saisonal zum Beispiel einkaufen, das kostet tendenziell logischerweise mehr, aber es sind ja sehr gute Produkte. Machen Sie das? Ja. Also, aber wenn ich dann zum Beispiel schaue, oder, in meiner Stadt, wo ich wohne, wo ich einen unterdurchschnittlichen Wähleranteil habe, oder, wo entweder der Wähleranteil von der Frau Ritz grösser ist, wenn mal etwas nicht da ist oder fehlt im Laden, Entrüstungsstürme, im Winter hat es keine Erdbeere, oder, um nur ein Beispiel zu nennen. Und das ist zum Beispiel so Gedanken, die sind auch nicht mehr in die Wiege gelegt worden, dass man vielleicht ein bisschen saisonaler einkauft, ein bisschen regionaler geht einkaufen, aber da muss man sich am Ende des Tages als Bürgerinnen und Bürger halt auch informieren und entsprechend danach handeln. Es bringt nichts, wenn man das gesetzlich vorschreiben kann. Und wegen der Industrie, ich bin ja selber ein bisschen aus dieser Richtung, dort muss ich schon sagen, es bringt. Jetzt kommt noch das Industrieargument. Hören wir uns auch noch an. Ich würde auch noch schon sagen, wegen dem regionalen Pösteln. Ich war heute an einem Rütenmerit. Mit regionalen Produkten natürlich. Ich bin allerdings 2 Stunden Auto gefahren. Also, jedes Produkt ist regional und darauf an, welche Region. Nein, hat natürlich einen anderen Hintergrund gehabt, kurz erklärt, Interview gemacht, warum das Ganze. Aber eben, hätte ich sollen sagen, nö. Reden wir nicht, kommt das Argument nicht stand. Also mit dem Verzicht von etwas. Geht er dann auch immer noch einher. Also, ich kann vom Aufwachen-Podcast wieder mal erzählen, der Thilo Jung ist für ein Wochenende in die Staaten geflogen, um mit dem deutschen UNO-Botschafter 45 Minuten zu plaudern. Und da kann man jetzt sagen, lohnt sich das? Hätte man das nicht per Skype können machen können? Also, nein, es war eine Veranstaltung von Harvard und so weiter. Und dann muss ich sagen, ja gut, wenn das allerdings dazu beiträgt, dass mit dem medialen mit der medialen Aufmerksamkeit dann in anderen Bereichen Veränderungen stattfinden, dann hat sich das ja gelohnt, dass er dort übergeflogen ist. Wenn es für dich in der Relation für dich erspannt wurde. Genau. Und das haben sie im Aufwachen eben auch diskutiert gehabt. Stefan Schulz hat das nicht können verantworten und so. Es hat eine ähnliche Diskussion gehabt, wie es jetzt da ein paar Zuverlegern der Fall ist. Und das muss man sich dann halt schon bewusst sein, wenn du verzichtest. Auf was auch immer, hat es auch immer Folgeerscheinungen. Oder eben nicht erschienen. Industrie. Mit dem weltweiten Klima nichts, wenn wir hier Produktionsfaktoren so extrem verteuern, namentlich auch die Energieformen, dass wir hier nicht mehr produzieren können, wo wir hocheffiziente Technologien hätten. Und er findet eben alles in China statt. Also die Verlagerungseffekte hat es Geld, da muss man sehr aufpassen. Das stimmt natürlich auch. Wenn es da zu teuer ist zum Produzieren, produzieren wir es giftig und grusig irgendwo anders und bösteln es dann gleich da. Und dann kommen wieder so spannende Initiativen, die Zollgrenzschutz-Dings aufzutun. Wobei wir jetzt natürlich mit der ganzen Diskussion auch sehen müssen, innerhalb der letzten paar Jahrzehnte haben wir natürlich vielerlei progressive Entwicklungen gehabt. Eben sechs, vielen Leuten ist es möglich, zum in die Ferien fliegen, die asoziale Erdbeere, alles ist quasi auf Fingerschnipp oder auf Mausklick organisierbar. Die Entwicklung ist natürlich gut angekommen bei den Leuten, weil halt eben, hey, aufs Mal ist das möglich. Und wenn natürlich aufs Mal etwas kommt, eine Stimmung aufkommt oder Meinungen dir serviert werden, die halt degressiv sind, wo finden sie, ja weisst, haben wir schon können, aber es geht im Fall auch anders oder bist du sicher, dass du das gut findest, blablabla. Dann ist das für dich halt das abgebrochen auf sinnloses Getue in der Öffentlichkeit, wo dann die Frage kommt, hey, wieso machst du das? Weil ich es kann. Ja. Etwa das. Ja, dann muss man wieder schauen, wo hast du. Wir haben da. Ah, jetzt hole ich ganz weit aus. In der verfassungsgeschichtlichen Perspektive.
Pursuit of Happy, also das Streben nach Glück von den Staaten. Wenn schränkst du das ein? Mhm. Zu welchem Preis? Mhm. Um das streitet es schlussendlich. Immer und überall, ja klar. Ja. Zürich. Ich sehe gerade über Gebäude weiter. Mir nimmt noch etwas anderes Wunder. Vom Stefan Lutz. Er ist vom KMU-Gewerbeverband vom Kanton Zürich. Und dir sagt ja, Zürich ist eigentlich ein Musterschülerkanton. Ohne Gebührengelder funktioniert nur Tele Zürich. Und was macht denn ihr so wahnsinnig gut? Also, das darf man ja nicht sagen, oder? Weil sonst kommt gerade der Anti-Zürich-Reflex. Also, es ist einfach zum Kotzen wieder mal da zu Zürich heute. Es ist echt ganz schnell zu voll von dem Moratwegenplatz. Entschuldigung. Danke für den! Er hat müssen sein. Es ist einfach wieder mal zum Kotzen da zu Zürich. Kürzen nicht. Wenn wir gerade schon beim Zürich Flughafen sind, noch schnell erwähnen, Kloten gegen den EHC Winterthur, 1-4 verloren. Okay. Grounding. Also, Support vom Berner. Also, ich möchte vielleicht zuerst sagen, noch das Beispiel, wie der Herr Jäger gesagt hat, das ist eigentlich genau das, welche Richtung dass es geht und dass es richtig ist. Ein KMU hat ein grosses Interesse, um selber energieeffizient zu sein. Und er hat die Entscheidung selber getroffen, um Investitionen zu treffen, um sich quasi weiterentwickeln in diesem Bereich. Und da hat es den Staat nicht gebraucht. Und es ist so, dass man einfach muss sagen, wir machen sehr viel. Das ist vorher gesagt worden. Wir sind seit 1990 Wachsbevölkerung, die Wirtschaft wächst. Aber was wir ausstoßen, das ist weniger, das ist gesunken. Also pro Kopf nimmt der Verbrauch und Ausstoß ab. Und da muss man einfach einmal sagen, das ist nur möglich, weil wir einfach eine super innovative Wirtschaft haben. Viele KMUs investieren, viele Private investieren, die sanieren. Und da braucht es eigentlich der Staat nicht bei allem dazu. Das ist der entscheidende Punkt. Hören wir auf, zum sagen, wir brauchen Papa oder Mama, Staat, der sich kümmert, vom Morgen bis am Abend, von der Wiege bis zur Bar, um uns zum Richtigen zu animieren. Das ist doch ein völlig falscher Ansatz. Also, es ist einfach zum Kotzen wieder mal da zu Zürich heute. Es ist echt, ich habe die Schnauze voll von dem Morgen weggepasst. Entschuldigung. So. Wirtschaftssprech war natürlich. Mhm. Aber Unrecht hat er nicht in meinen Augen. Kein Widerspruch. Nein, schau, bei praktisch jedem Argument ist etwas Sinnvolles dabei. Und das zeigt auf, wie kompliziert die ganze Situation ist für alle Beteiligten. Um so etwas umzusetzen, um so einen Wechsel zu generieren. Und das ist ganz klar ein grosser, wichtiger Wechsel. Ja. Spannende Zeiten, die wir leben. Spannende Zeiten. Und was der Wechsel natürlich vorantreibt, Technik. Mhm. Wir kommen zum Einspieler, was läuft und so. Das wissen wir alle, wir haben alle Geräte daheim, die vor 10 Jahren noch komplett anders haben ausgesehen. Es tut sich auch schon länger etwas in Richtung grüne Zukunft. Schaut mal. Erstes Beispiel, Gebäude. Früher waren Häuser schlechter isoliert als heute. Deshalb ging viel Energie verloren. Zum Beispiel über das Dach. Heute isoliert man besser. Kommt dazu, neue Heizungen brauchen weniger Energie. Zweites Beispiel, Elektrogeräte. Kochherde etwa waren früher regelrechte Stromfresser. Heute brauchen sie viel weniger Strom für einen Teller Spaghetti. Drittes Beispiel, Autos. Früher verbrannten sie viel Treibstoff. Heute sind sie sparsamer. Und brauchen für die gleiche Strecke knapp ein Drittel weniger Benzin als noch vor 15 Jahren. Ja, aber wir sind halt einfach auch mehr Leute. Ja, richtig. Weil halt der Konsum und vor allem halt auch alles Technologische uns natürlich vorgelebt wird, dass es absolut normal ist, dass in einem durchschnittlichen Haushalt 2 Computer laufen, sicher mal 2 Flatscreens übereinander stehen. Ich will jetzt an den Kameraschwenk machen, was da alles übereinander steht, aber das sparen wir jetzt.
Und dass da einer noch mit. Ah, oh, gut. Der Mitbewohner noch. Nein! Schlimm! Ja, wir sind mehr Leute. Wir brauchen mehr technische Geräte. Mhm. Aber die brauchen immer weniger Energie. Schlussendlich ist, was am Netto aussieht, relevant. Richtig. Wenn das mehr wird, wird es zwungenermassen, mit was Elektrizität anbelangt. Weil sonst kommen wir von den Fossilen nicht weg, wenn alles soll elektrisch werden soll. Mhm. Dann müssen wir schauen, wie machen wir die elektrische Energie. Und da ist schon viel im Tun. Und was haben wir für Medien, um die elektrische Energie zu speichern? Nachhaltig sind die Medien, um die Energie zu speichern. Aus welchem Drittweltland können wir diese Rohstoffe ausbeuten? Haben wir auch die Erde gehört? Aber noch nicht von mir. Nein, der Tenor von diesem Clip ist jetzt ganz klar. Ja, es läuft doch. Ja. Läuft. Frau Ritz, läuft doch. Also da tut sich etwas, Frau Ritz. Wieso muss ich denn immer mehr verzichten? Also nochmal, es geht nicht um ein Verzichten, es geht um ein Umbauen auf umweltfreundliche Technologie und auf einen Lebensstil, der nicht immer mehr Abfall produziert. Wir sind ja, das ist noch nicht diskutiert worden, heute Vize-Weltmeisterinnen in der Abfallproduktion in der Schweiz und Weltmeisterinnen in der Produktion von Elektroschrott, wo dann nicht an der Zürcher Goldküste nachher entsorgt wird, sondern nicht. Das ist mal ein Vorstoss von der grünen Unibüro. Windi liefert den Elektroschrott einfach an die Goldküste. Irgendwo in Ghana. Also wir haben ein riesiges Problem mit der Belastung von der Natur durch unseren Konsum. Und alle die Sachen, die schon gemacht wurden, sind wichtig. Und das muss man anerkennen, aber es muss weitergehen. Weil die Herausforderung, und da müssen wir jetzt wirklich mal zwei Punkte festhalten. Die Herausforderung ist, Franz Hohler hat gesagt, bis in Mitte dieses Jahrhunderts, und das ist nicht mehr lang, das ist knapp über 30 Jahre, ohne Gas, ohne Öl, ohne Kohle, ohne Benzin auszukommen. Also das heisst, der ganze Prozess muss jetzt mit einer rasanten Geschwindigkeit weitergehen. Und der zweite Punkt, wo wir uns einfach mal darauf einigen müssen, heute, jedes Land der Welt muss das machen. Darum nützt es auch nichts zu sagen, machen wir es doch gescheiter in China oder in Frankreich oder irgendwo sonst, sondern jedes Land der Welt, auch die Schweiz, muss auf Null kommen. Ich kann ihr nicht fundamental widersprechen. Nein. Ziele sind klar. Wo wir uns am streiten, ist, wie kommen wir dort an. Ja. Und wenn du einfach von oben aber Gesetze machst und alles anfängst zu verbieten und die Bürger nicht mit im Boot hast, dann gibt es einfach ein Zeichen. Mhm. Und das siehst du auch beim grünen Wählerklientel. Das sind nicht sorry für den Ausdruck, aber sozial Schwache sind nicht die grünen Wähler. Mhm. Besser verdienen, die sich das auch leisten können. Die, die Zeit dazu haben, sich mit dem Ganzen richtig tief auseinanderzusetzen. Beschäftigen, Bildungsniveau spielt auch eine Rolle. Ganz klar. Und darum kannst du es nicht einfach per Gesetz oder per Dekret durchboxen. Mhm. Da muss ein Bewusstsein wachsen. Ja, das wird auch höchstens funktionieren, wenn eine Bevölkerung komplett gleichgeschalten ist und alle genau die gleiche Ausgangslage haben. Ha, darum haben wir ja Nein gesagt zu den No-Bilag, dann können wir das noch machen. wird also hoffentlich nie der Fall sein, Jens, aber nochmal zum Füdli-Bürger-Argument, das hat mich besonders gefreut. Praktisch, oder? Wenn der technologische Fortschritt immer weiter und weiter geht, Herr Wasserfahren, könnt ihr in der Politik ja auch zurücklehnen und sagen, ja gut, jetzt warten wir mal. Das machen wir ja nicht. Also wir sind ja dran. Wir sind jetzt übrigens eines der ersten Länder, die nach dem Pariser Klimavertrag schon ein Gesetz macht, oder? Und schon die Verordnungsebene ja schon diskutiert. Die anderen. Das finde ich auch noch wichtig zum Festhalten. Nach dem Pariser Klimaabkommen, wenn die deutsche Diskussion verfolgt, gar nichts. Die sind jetzt mit anderen Sachen beschäftigt, ihre Koalition. Und die Schweizer sind schon wieder ein Gesetz am Ausarbeiten. Definitiv. Natürlich geht es lang im Schweizer Prozess. Das ist aber aus der Natur von der Sache, vom Prozess her, dass der langsam ist. Aber sie sind halt schon dran. Fair. Die Länder haben einfach mal grosse Ankündigungen gemacht und sie sind sich noch nicht einmal einig, wie sie das Ziel und Abrechnungsmodalitäten machen, so wie China, was mir zugetreten ist worden. Aber das ist ein anderes Thema. Aber was mich eben bei dieser Technologie sehr stark umtreibt, ist halt schon das Faktum, dass nicht, oder, nochmal zum Viertelbürger-Argument, oder? Mhm. Der Viertelbürger schaut eben nicht nur auf seinen Bauchnabel, sondern der schaut eben auch in die Weltgeschichte aus. Und wir sind alle Viertelbürger, oder? Und darum ist es eben wichtig, dass wir unsere gute Schweizer Technologie und die Innovationen, die da sind,
dringend im Ausland anrechnen können. Dort hat man einen historischen Fehler gemacht in der Schweiz. Nämlich das aktuelle CO2-Gesetz basiert auf reinen Inlandmassnahmen. Das war ein grosser Fehler, oder? Und jetzt muss man im neuen CO2-Gesetz eben schauen, wie kann man unsere Technologie im Ausland verbessert platzieren. Und ich habe dort noch eine Grafik mitgebracht. Für mich ist ein Beispiel die Automobil. Man müsste einfach beides im Endeffekt. Nicht nur Inland, nicht nur Ausland. Aber ja, das Beispiel Automobilindustrie, sorry. Die Industrie, wo wir ja selber keine Marken haben in der Schweiz, aber die ETH zum Beispiel ist im Forschen beim Benzinmotor, aber auch beim Elektromotor. Also haben wir beide Pisten, die wir können brauchen können und die sollen aber auch bitte... Also es geht Ausland weiter, machen. Herr Fisch. Er hat es so schön gesagt. So gern zurück zu den Fakten. Darum habe ich mir sagen, der Klimarat tut wird back to the Fakten. Und ihr habt etwas zu monieren. Okay. Jawohl. Gehen wir ein bisschen zurück zu den Fakten. Wo stehen wir eigentlich? Oder? In der Schweiz haben wir eine Emissionsreduktion bis jetzt angebracht von ungefähr 10% seit 1990. Trotz mehr Bevölkerung, muss man da auch sagen. Glaube ich jetzt zumindest. Mal, das macht keinen Sinn. Ja, ja klar. Und wenn wir jetzt ab jetzt, also nach dem CO2-Gesetz, sollten wir bis 2020 auf 20% sein. Jetzt nehmen wir an, in den nächsten zwei Jahren bringen wir vielleicht irgendwie noch 5% an. Ist das realistisch? Ja, nehmen wir mal das an. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir versuchen. Dass einfach das Nein hat gelangt. Das Gesetz zu erfüllen, nicht? Wo wir uns selber gegeben haben. Haben wir vielleicht noch 85%, die wir machen müssen, bis 2050, oder? Und das zeigt, dass wir da nicht mehr viel Zeit haben. Und das ist auch das, was der Klimarat eindeutig sagt. Man braucht eigentlich eine sofortige Trendwende. Was sehr wichtig ist, dass wir im nächsten Jahrzehnt wirklich die Weichen stellen. Und das heisst, dass wir das Ruder umwerfen, Steuer umwerfen und versuchen, wirklich in Richtung abwärts zu gehen. Und man kann sich ja selber ausrechnen, man sagt, dass für eine Wirtschaft noch etwa 3% verkraftbar ist und alles andere, was drüber ist, geht nicht mehr, oder? Und das heisst, wir haben den Spielraum noch etwa, es ist etwas unter 3%, wo man pro Jahr ab jetzt runter muss, damit man wirklich auf Null kommt. Das wird spannend. Ja, auf jeden Fall. Es geht um die Realität. Es geht um die Realität. Und die Realität ist so. Die Realität. Die Realität ist schon Realität, Frau Funicello. Es ist eh schon Realität. Ja, aber es ist eben auch die Realität. Das ist aber die Realität. Das wollen wir mal einfach die Realität sehen. Das ist die Realität. So, das ist einfach nicht die Realität. Ist einfach die Realität. Aber die Realität ist irgendwie keine andere Realität. Nein, eine neue Realität. Die Realität. Und natürlich, was ist, wenn wir es nicht schaffen? Vielleicht scheitern wir, ist doch egal. Wir kommen jetzt noch zum internationalen Drecksschleudern-Vergleich. Wer sind denn Klimasünder Nummer 1? Also das ist relativ. Das haben wir schon gehört. Weißt du, wer es 2 ist? Quiz time! Also eins ist China. Ja, der ist wohl fast klar. Und dann haben wir ja noch verschiedenste Entwicklungs- respektive Schwellenländer und so weiter. Wer könnte es 2 sein? Also bei den Grossen zählen sicher Indien und Amerika dazu. Und das 2 ist? Ja, aus dem Bauchgefühl aus, sagen wir jetzt mal Indien? Rock wrong. That is absolutely wrong. Ja, ich bin auch nicht over and over again. We actually had. Oh, wenn du hörst, wer es 2 ist, dann wird es heißen. Can you stay categorical? You are fake news. Ja, schauen wir rein. Relativ hoch. Das ist Inland, die Ziel, oder? Es pressiert. Ja, natürlich passiert es, aber darum muss man eben genau nicht nur immer die. Oder die Nabu-Show. Die Nabu-Show, die widerstrebt mir, weil wenn man 1 Tonne CO2 kann sparen im Ausland, wo das 5-mal billiger ist als in der Schweiz,
Es ist doch im weltweiten Klima egal, wo die Tonnen gespart wird. Das ist doch nicht so schwierig zu begreifen. Darum müssen wir das möglichst optimal können verteilen, dass beide Seiten profitieren. Schaut mal da auf, die Grafik da. Es ist ja nicht so, dass wir Schweizer die grössten CO2-Sünder wären. Es ist logisch, dass das ist China mit fast 30%. Interessant. Ist noch vor Indien. Wieder etwas gelernt, finde ich gut. Und er erklärt es nachher gerade noch, wir sind also nicht bei den 9,5% der EU. Wir sind ja bei den restlichen Ländern. Richtig. Wenn Sie in Zukunft abstimmen, haben Sie die EU-Pistole hier und dann gehen Sie abstimmen. Wenn Sie richtig stimmen, dann ist gut. Okay, ich zähle das ein bisschen, wir sind noch nicht in der EU. Wir sind Europäer. Wir sind nicht einfach nur Schweizer. Wir sind nicht nur Zürcher. Du willst also in die EU. Du, ich will noch vieles. Passieren tut zwar das war kein klares Nein, sondern ein unausgesprochenes Ja. Ich habe schon, wo du verabschiedet wurde, im Nationalrat, eigentlich die armen Siechen, die das in der Arena vertreten. Also gut. Also, der mit den USA finde ich effektiv halt auch noch erwähnenswert, dass man einfach kommt. Aber gerade letztens ist irgendwie noch ein Bericht umeinander, dass ja nur schon die 5 grössten Lebensmittelhersteller in den Staaten mehr CO2 ausstoßen als die Schwerindustrie. Okay. Also Fleisch, also vor allem die Fleischindustrie, die ist massiv. Aber man muss natürlich auch bedenken, das sind abartig grosse Länder. Ja, und aber abartig grosse Fleischmengen, die abartig subventioniert werden, das kommt dann dazu. CO2. Von den CO2-Ausstössen, dann die USA, die EU, Indien und die Schweiz gehört eben zu den ganzen anderen Ländern, die nicht einmal die Hälfte ausmachen von diesen CO2-Ausstössen. Aber also ich finde, das ist jetzt wirklich ein schwarzes Peter-Spiel. Natürlich muss China auch seinen CO2-Ausstoß reduzieren, wie jedes andere Land von dieser Welt auch, bis in die Mitte dieses Jahrhunderts. Aber warum machen wir wegen dem nicht mehr? Wir können mehr. Es ist gesagt worden, wir haben super tolle Hochschulen, wir haben eine innovative Wirtschaft. Wir haben Leute, die mitmachen wollen. Und warum bremst man in der Politik? Und man bremst. Jetzt muss ich doch zwei Punkte sagen, wo man zeigt, dass es bremst wird. Wieder zwei Punkte, man hat schon mal zwei Punkte gehört. Was ich aber in der ganzen Sendung nie gehört habe, ist konkret, von was reden wir? Tempo 30 überall, oder also, weißt du, Massnahmen? Ich will kurz noch einen reinschieben, von wegen, weißt du, China, wenn sich die Leitung von China entscheidet, zum Umschwenken, dann machen sie es halt eben einfach auf einem Tag auf den anderen. Und die das sind dann die totalitären Systeme. Wenn die Führung sagt, hey Mann, jetzt ist grün angesagt, dann... Dann ist grün angesagt. Aber der Punkt ist, dass sie jetzt auf dieser Stufe sind, mit den verschmutzten Gewässern, mit den Innenstädten und nicht mehr schnaufen, was wir ja schon hatten. Ja. Da sind sie jetzt ja dran. Und das ist für die... Stadtmusik. Das ist für die deutsche Autoindustrie. Das Hinterletzte, die sind jetzt dort ja nur noch am wie bitte nicht, was wenn es nur noch 8% dürfen Dieselbenzer sein, sonst nur noch irgendwie so. Also die sind da voll am durchstarten und ja. Ja und eben, das ist lustig, wenn so ein, also in Anführungszeichen so ein Moloch wie China problemlos könnte die Vorreiterrolle einnehmen. Dann kannst du die USA gerade abschätzen, dann braucht das gar nicht mehr. Also habe ich für mich eigentlich schon, das ist ein anderes Thema. Can you stay categorical? You are fake news, sir. Was erlaube ich drauf? Ja, aber das stimmt. Aber ob jetzt das positiv ist? Nein, positiv ist es auf jeden Fall nicht. Wenn ich überlege, was halt alles war. Aber dann musst du nachher noch schauen, was ist dir lieber? Abgefucktes freiheitliches USA oder ein total geil grünes totalitäres China? Wenn du das noch zur Auswahl hast, ich glaube, ich nehme immer noch das abgefuckt. Da müsste ich mich zweimal drüber betrinken, um das effektiv für mich selber klar machen. Weise Worte. Ja. Die, die ihr jetzt verhandelt, die beiden Herren sind in der Kommission, die das jetzt vorbereiten. Wir werden in der Wintersession über das neue CO2-Gesetz diskutieren. Über das Klimaziel, das man dort setzt,
vom Bundesrat her und von der Kommission her reicht nicht, für die Anforderungen zu erfüllen, die der Weltklimarat stellt, damit wir nur auf 1,5 Grad kommen bei der Erwärmung. Das reicht nicht. Also wir machen es hier nicht. Warum müssen es die anderen Länder machen? Das Zweite, mit ganz vielen Massnahmen, die man zusätzlich muss machen, damit es schneller geht. Das Thema ist der Verkehr. Der Wasserfallen hat vorhin geschwärmt, wie unsere Hochschulen forschen an neuen Antriebstechnologien und so weiter. Aber die müssen wir doch nicht nach China importieren. Warum brauchen wir sie nicht hier? Wir sind wir sind das Land, wo die Leute die grössten und schwersten Autos kaufen. Ein Drittel der Autos, die hier gekauft werden, sind schwere Geländefahrzeuge, obwohl wir doch tolle Strassenqualitäten haben. Also offensichtlich tut man das, was schon da ist, an technischer Verbesserung, gar nicht brauchen. Nicht nur. Hat auch um das Argument noch drin lassen. Das ist natürlich eine Problematik, wenn du in so einem kleinen Smart unterwegs bist und du hast rundum noch so Dinge. Mega ungeil. Dann solltest du aus Zürich raus. Also kaufe ich mir doch auch so einen Megaboliten, dann kann ich auch anderen an Arsch kleben, ohne dass ich Angst habe. Nein, da spielen verschiedene Sachen mit drin, aber ich finde es auch völlig absurd. Aber ich habe auch nie so emotionale Bindung zu einem Fahrzeug gehabt. Also, ich habe nicht mal einen Führerschein, ist das einer weggeschlagen? Ja, mal einen Führerschein habe ich ein langes Auto gehabt. Ja. Jetzt auch nicht mehr, aber eben, da reden wieder zwei Städter, die das natürlich behaupten können. ja. Aber ist ein Problem. Die Frage ist, ich bin einfach kein Fan von, dann verbieten wir jetzt SUVs. Ich kann einfach nicht der Ansatz sein. Ja, falsche Signalwirkung. Weil das ist dann, das zählt auch für mich ganz klar als Bevormundung vom Konsumenten. Völlig. Wenn ich ein SUV will und ich kann es mir leisten, hole ich mir ein SUV. Richtig. Also gut, bei mir wäre es dann wahrscheinlich einfach ein 1978er Chevy mit irgendetwas Grusigem vorne rein und es würde vor sich einrosten. Aber hey, ich habe Freude dran. Und damit fertig geht's. Ganz genau. Punkt. Ja, lade ich da. Inhaltlich ist es das gewesen. Aber jetzt kommt aber noch in die Mole, jetzt muss ich dich mal schauen. Eben, mir hat es einfach gefehlt. Ja, sie tun das CO2-Gesetz in der Kommission beraten. Mehr habe ich nicht an konkreten Massnahmen. Also bei Einschätzungen und so, die wir gehört haben, kann ich bei beiden Seiten sagen, ja, da ist etwas dran, das müssen wir ernst nehmen, da müssen wir mehr machen, bla bla bla, bla das Übliche. Mhm. Aber wenn es um konkrete Massnahmen geht, dann kann ich sagen, ja, mal, das macht Sinn, so bringt es etwas, da mache ich mit. Oder dann aber, nein, das ist völlig überrissen, das nützt gar nichts, wir kontraproduktiv machen wir nicht. So Massnahmen sind nicht diskutiert worden, also kann ich jetzt da gar niemandem fundamental widersprechen, aber ich kann nicht bei irgendjemandem sagen, genau so. Wobei ich halt denke, dass konkrete Massnahmen halt eben auch erst dann aktuell werden, wenn sie halt wirklich weit rundherum also, ja, das Umdenken stattfindet und halt tatsächlich auch Initiativen stattfinden. Moment, das Gesetz kommt ja, da sind sie dran. Also da hätte ich mir gewünscht, was kommt denn dort rein, was machen wir dort, sind wir noch dafür, gibt es ein Referendum, wird es eh geben? Ja. Also nur schon wie es ausgesehen wird, da wird auch wieder über den Tellerrand geschaut. Bestimmt. Ja. Ja. Einfach nur zu dieser Arena, wo ich mich da nicht klar haben können positionieren. Machen wir hier mal einen Punkt in der politischen Debatte. Das war die Arena, gewesen, produziert von der Sofia Miroschnik. Und neuer Name gewesen? Mhm. Noch nie gehört. Für die erst produzierte Arena. Super Sache, hat man nicht gemerkt. Finde ich. Wir kommen zu der hinterletzten Frage. Am Schluss noch etwas ganz anderes. Sachen aufschieben. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir geht es auf jeden Fall so. Sachen aufschieben, das ist immer recht praktisch in der Politik. Wir haben es heute Abend ein bisschen rausgespürt, aber natürlich auch im Privaten. Und mir persönlich ist es hier immer ein bisschen um das Aufschieben zu Mut, wenn es nämlich darum geht, Hemmli zu glätten. Das mache ich persönlich überhaupt nicht und nimmt. Hat es da einen Freudchen drin gehabt? Macht das überhaupt nicht gern oder macht das wirklich überhaupt nicht und gibt es irgendjemandem an? Das mache ich persönlich überhaupt nicht. Aha. Mir jetzt Wunderfrau Ritzi, ja, im Haushalt.
Was ist noch zuwider? Was schiebt ihr gerne auf? Was sieht ihr? Hemmli glätten tue ich nicht. Was ich am meisten aufschiebe, ist das Aufräumen. Ja, die von meinem Mann. Was ich am meisten aufschiebe, ist das Aufräumen. Also wir haben ja immer solche Aktenstöße, die wir mitbringen aus dem Parlament. Und die liegen dann bei mir irgendwo und ich sollte sie schon lange mal ordnen. Und das hat auch noch Zeit bis über nächstes Jahr. Wir machen mir einen sehr aufgeräumten Eindruck heute Abend. Herr Wasserfall, ich orte neues Problem an einem anderen Ort im Haushalt. Also der Haushalt ist, glaube ich, das kann man bezeugen, sehr aufgeräumt. Ja. Nein, was ich sehr aufschiebe, meistens ist die Steuererklärung ausfüllen, das Formularzeug ausfüllen, ich hasse das. Darf man das als Politiker? Nein, also es ist immer frisch gerecht und vor allem wichtig ist nicht, dass man es ausfüllt, sondern dass man es zahlt. Gut, Herr Hohler, was tut ihr am liebsten aufschreiben im Privatleben? Es geht mir ähnlich wie der Frau Ritz, ja, immer zu viel Papier. Es häuft sich Papier an, Zeug, das kommt und man denkt, oh, das sollte ich das einmal lesen. Manchmal, die Zeitung habe ich noch nicht gelesen. Manchmal lese ich die Zeitungen erst, wenn ich am Boden knäule und sie zubinde für Saltpapier. Braucht es auch zum Dichten? Braucht es auch zum Dichten? Was ist eigentlich zuwider, Herr Imark? Also, was ich immer aufgeschoben habe, ist das Rasenmähen. Aber zum Glück habe ich jetzt einen Rasenmäher-Roboter gekauft, der mit Strom läuft. Mehr mit dem Gerät als mit dem Grashalm. Genau, der mit Strom läuft und jetzt wird das automatisch alle zwei Tage erledigt. Also gut, danke herzlich euch allen für das Mitdiskutieren. Jens, was schiebst du auf? Der Haushalt und ich, wir haben eine schwierige Beziehung. Kurz und bündig? Ja. Okay. Und du, Kurz. Schön, dass du fragst. Alles. Ausnahmslos. Und wenn ich mal so viel Pendenz habe und das so eine Liste hast, ob findest du, das müsstest du eigentlich noch alles machen? Ach nein, komm, jetzt liege ich zuerst mal aufs Sofa. Und dann schön zusammen Garfunkel laufen lassen, oder? Dort bin ich ein grauenhaft, also wirklich. Aber dafür dann wieder mal Nächte durch, wieder mal alles so ja, gut, da wieder ein Stand. Also es ist nur noch die Anlaufphase, so ja. Bis der Stein rollt. Voll. Und das betrifft also vom Haushalt bis zu alles, was ich da an Papier rumliegen habe und so weiter. Jenseits bis zum Arena-Clips schneiden, dass man wieder schreiben muss, auch dann ein Stündchen später, also wieder mal verkackt. Alles, wirklich alles. Ganz schlimm. Zeitmanagement, furchtbar. Verabschiedung und ein Hinweis. Hier auf SRF 1 geht es jetzt weiter mit dem DJ Bobo bei Deville. Den Hinweis habe ich nicht gemeint, sondern den, der jetzt kommt. In einer Woche steht der Jonas Breuer wieder hier an dem Pult. Wir sehen uns in ein paar Wochen wieder. Bis dann. Schönen Abend. Macht's gut. Da ist in dem Fall der Papi-Urlaub vorbei. Sind wir gespannt. Mhm. Das Outro, das wird dir Freude machen. Tells us now you cannot go. What the hell is happening here? I don't know. I guess your company is doing something with the plant. Actually, right now your salt is 1257 till 1312. As is accomplished. So, we have two slots. Is immer parat. Und dann bringt uns der Flug runter. Oder es ist einfach zum Kotzen wieder mal da zu sehen. Das ist echt, ich habe die Schnauze voll von dem Horat weggeflogen. Entschuldigung. Sehr professionell. Ja, ihr auch. Ich bin ready now for 30 minutes. 30 Minuten sind wir parat und der Slot wird permanent umgeschoben. Wenn wir parat sind, ist da einer hinten dran. Und eben, man kommt einfach nie weg von dem Platz, obwohl man parat ist. Das ist auch sehr professionell. Danke. Wenn Sie Diskussionsbedürfnis haben, läuten Sie doch an. Scheider auf der Frequenz. Ja, ja. Gegen Nelson komme ich nicht an. Du brauchst doch nur das Gerücht zu verbreiten. Er sei Dingelingeling. Hallo. Was für eine köstliche Quiche. Ich fahre einen rosa Miata. Ich kann nicht glauben, dass Nelson beliebter ist als ich.
Schatz, ich weiß, wie du beliebt wirst. Du musst einfach nur auf ganz neue Art wieder du selbst sein. Nein, ich bleibe bei meinem Parteiprogramm zur Zuwachsratenverbesserung. Fluor, angereicherte Springbrunnen, veganische Essenswahl. Mein Name ist Nelson, ich benutze eine Salatgabel. Nadida, ich mache dir das Gesicht. Woher hast du dieses Tütü? Von der Wäscheleine. Ich sollte mit meinem Husten nicht noch lachen, es ist einfach nicht gut. Ah, das wär's gewesen. Ich glaube, wir sind sehr lang geworden. Dass wir... Ui! Ja! Ui! Janu, nächste Woche dann hoffentlich wieder ein bisschen kompakter. Aufnahme plant bereits am Sonntagnachmittag. Am Abend haben wir, wie gesagt, Balthasar Lettli und Thomas Eschi im Casinotheater mit Michi Tagt. Darum, ja, bis dann. Schöne Woche. Wie immer, ah ja, natürlich, liken, sharen, teilen die war, kommentieren, geben euch Senf dazu. Ihr könnt auch Videobotschaften oder Sprachnachrichten schicken an 079-957-6447 via WhatsApp, via Signal Viber oder auch einfach Facebook Messenger, wie es euch beliebt. Und natürlich, wenn ihr super geil drauf sind, paypal.me/metarena supports es auf metarena.ch/support. Vielen herzlichen Dank. Ciao zusammen. Ade. Tschüss.